Ja, ich begrüße Sie und euch herzlich zu unserer Veranstaltung Alternative Produktion, Wirtschaften für die sozial-ökologische Transformation. Ich bin Markus Wissen, ich arbeite an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und bin Fellow am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bin im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung und auch Mitglied im Gesprächskreis Zukunft, Auto, Umwelt, Mobilität. Unsere Veranstaltung findet an einem Tag statt, an dem sich mit der russischen Invasion in der Ukraine leider die schlimmsten Befürchtungen der letzten Wochen und Monate erfüllt bestätigt haben. Wir alle sind vermutlich sprach- und fassungslos und unser Mitgefühl gilt den Menschen, für die dieser Krieg großes Leid bedeutet und bedeuten wird. Uns alle vereint der Wunsch, die Gesellschaft vernünftig einzurichten. Und Vernunft bedeutet Frieden, Demokratie, Solidarität und Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Umso schmerzhafter ist es zu erleben, wie die derzeitigen Entwicklungen genau in die entgegengesetzte Richtung gehen, wie die Ereignisse uns gleichsam überrollen und wie wir, um an die von Rosa Luxemburg benannte Alternative zu erinnern, der Barbarei sehr viel näher zu sein scheinen als dem Sozialismus. Aber gerade in einer solchen Situation sind die progressiven gesellschaftlichen Kräfte gefordert. Sie sind mehr gefordert denn je. Sie sind gefordert, sich der Barbarei zu widersetzen und internationale Solidarität zu üben. Ich vermute, dass einige, die eigentlich heute Abend dabei sein wollten, jetzt auf Friedensdemonstrationen sind. Und das ist natürlich auch gut so. Wir müssen das stärken und wir müssen uns dafür einsetzen. Wir wollen uns auch dafür einsetzen, gesellschaftliche Verhältnisse anders zu gestalten. Es geht uns als progressiven Kräften ganz wesentlich auch darum, an den Voraussetzungen für eine andere Gesellschaft zu arbeiten, nach Wegen zu suchen, die gesellschaftlichen Verhältnisse menschlicher zu gestalten. Und das ist eben auch ein ganz wesentliches Ziel unserer heutigen Veranstaltung. Konkret geht es heute um die Frage, wie sich die Produktion anders organisieren ließe, und zwar so, dass das Ziel nicht länger die Gewinnmaximierung mit ihren oft zerstörerischen Folgen wäre, sondern die Entwicklung und die Herstellung sinnvoller, gesellschaftlich sinnvoller und ökologisch nachhaltiger Produkte. Besonders interessiert uns die Frage, wie sich die Beschäftigten dafür gewinnen ließen, ihr Wissen, ihre Kompetenzen für eine alternative Produktion einzusetzen, ihre Machtressourcen dafür einzusetzen. Ein Schwerpunkt unserer Veranstaltung liegt auf der Autoindustrie. Eine alternative Produktion ist sehr voraussetzungsreich. Sie berührt Fragen des Eigentums und der Verfügung über die Produktionsmittel. Sie berührt Fragen der gesellschaftlichen Bedürfnisse und ihrer demokratischen Aushandlung, der Arbeitsteilung zwischen Hand- und Kopfarbeit, zwischen Sorgearbeit und Lohnarbeit. Gleichzeitig beinhaltet eine alternative Produktion enorme Potenziale. Sie steht für sozial-ökologisch sinnvolle Arbeit in demokratischen Strukturen. Sie ist eingebettet oder wenn sie eingebettet wird in eine übergreifende Strategie der Arbeitszeitverkürzung, verspricht sie einen Zuwachs an Zeitwohlstand und Lebensqualität. Und nicht zuletzt kann sie ein Kristallisationspunkt sein, an dem sich neue Allianzen für eine sozial-ökologische Transformation bilden können. Wir wollen heute über die historischen Erfahrungen, über aktuelle Analysen und über mögliche Strategien einer alternativen Produktion sprechen und haben dafür 4 sehr kompetente Vortragende gewinnen können. Ich begrüße in der Reihenfolge ihrer Vorträge Nora Rätsel. Sie ist emeritierte Professorin für Soziologie an der Universität Umeå in Schweden. Sie beschäftigt sich seit langem mit dem Verhältnis von Arbeit, Produktion und Ökologie und hat jüngst zusammen mit Dimitris Stevis und David Assel ein umfangreiches internationales Kompendium herausgegeben, das Handbook of Environmental Labor Studies. Mario Candeias ist Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse an der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er befasst sich neben anderen Dingen mit dem Übergang, mit dem sozial-ökologischen Umbau der Mobilität, der entsprechenden Industrien und Infrastrukturen. Zuletzt hat er zusammen mit Stefan Krull unter dem Titel Spurwechsel eine entsprechende Studie herausgegeben für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Stefan Krull ist ehemaliges Betriebsratsmitglied bei VW Wolfsburg und koordiniert den Gesprächskreis Zukunft, Auto, Umwelt, Mobilität der Stiftung. Wie schon erwähnt, ist er Mitherausgeber der Studie Spurwechsel. Darüber hinaus hat er zusammen mit Jörn Böwe und Johannes Schulten
eine Befragung von Beschäftigten zum sozialökologischen Umbau in der Autoindustrie mit sehr interessanten Ergebnissen durchgeführt. Besonders möchte ich Lea Knopf begrüßen. Sie ist ganz kurzfristig heute für Julia Kaiser eingesprungen. Julia Kaiser ist leider erkrankt und Lea Knopf hat sich kurzfristig bereit erklärt, einzuspringen. Lea studiert Erziehungswissenschaft an der Universität Halle. Sie ist aktiv bei Students for Future und im SDS. Sie hat 2020 sich in der Kampagne von Fridays for Future und Verdi zur Tarifrunde im öffentlichen Nahverkehr engagiert und die von der Stiftung veröffentlichte Broschüre »Mein Pronomen ist Busfahrerin« mitverfasst. In dieser Broschüre werden die Erfahrungen dieser Kampagne ausgewertet und reflektiert. Herzlich willkommen an euch vier und vielen Dank, dass ihr an dieser Diskussionsveranstaltung teilnehmt. Ich möchte noch verweisen auf eine kürzlich erschienene von Manuela Kopp koordinierte Studie des Brüsseler Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung, The Need for Transformation. Darin äußern sich Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen, Klimaaktivisten und Vertreter der Autoindustrie aus verschiedenen Ländern über die Hindernisse und Potenziale einer Transformation der Autoindustrie und einen Aufbau einer ökologischen Mobilitätsindustrie. Bevor wir in die Diskussion oder in die Vorträge übergehen, noch einige Bemerkungen zum Ablauf unserer Veranstaltung. Wegen des großen Interesses, und wir sind jetzt in der Tat 115 Leute, der vielen Anmeldungen, haben wir uns für das Webinar-Format entschieden. Das heißt, nur die Vortragenden und die Moderation können sprechen und auch gesehen werden. Die Zuhörer, Zuhörerinnen haben aber die Möglichkeit, sich über die Fragen- und Antwortfunktion von Zoom schriftlich an der Diskussion zu beteiligen. Sie finden, oder ihr findet das unten in dieser Reihe F&A, Fragen und Antworten. Da also bitte, dazu möchte ich herzlich ermuntern, Fragen, Kommentare eingeben, die wir im Blick behalten. Im Blick behalten, also bitte diese Funktion nutzen, nicht die Chat-Funktion. Ja, die könnt ihr als Zuhörende nicht nutzen, das geht nur. Das können wir nur einseitig, da können wir sozusagen einseitig mit euch drüber kommunizieren. Bitte also die Fragen- und Antwortfunktion nutzen und sich auf diese Art und Weise schriftlich an der Diskussion beteiligen. Die Vortragenden werden nacheinander jeweils 10 Minuten sprechen, und zwar über einen bestimmten Aspekt des Themas. Anschließend werden ausgewählte Beiträge aus der Frage- und Antwortfunktion vorgelesen, auf die die Vortragenden in einer zweiten Runde eingehen. Danach werden nochmal Fragen und Kommentare vorgelesen und die Vortragenden können in einer Abschlussrunde darauf eingehen. Wir gehen davon aus, dass wir nicht alle Beiträge vorlesen können, nicht alle Wortmeldungen, alle schriftlichen Kommentare oder Fragen aufnehmen und vorlesen können. Dafür sind wir zu viele. Das heißt aber nicht, dass die Beiträge in der Frage- und Antwortfunktion verloren gehen. Wir werden die sichern und sie gehen in die Auswertung mit ein. Die ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sie wird dann auch online verfügbar gemacht, so dass alle, die nochmal reinhören oder reinschauen müssten, im Nachgang dazu noch die Möglichkeit haben. Das gilt natürlich vor allen Dingen für diejenigen, die heute nicht dabei sein können, aber trotzdem an der Thematik interessiert sind. Ich möchte mich an dieser Stelle noch herzlich bei Stefan Schoppengerd bedanken von der HBR Berlin. Stefan wird die Frage- und Antwortfunktion im Blick behalten und einzelne Beiträge auswählen und vorlesen. Mein Dank gilt außerdem Fanny Zeise, Referentin für gewerkschaftliche Erneuerung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung und Ronja Schulz vom Veranstaltungsmanagement der Stiftung für die technische Unterstützung. Damit genug der Vorrede, steigen wir ein in die Diskussion, zunächst in die Vorträge. Wir beginnen mit Nora Rätsel. Nora, die Frage an dich. Du hast dich viel mit Arbeit Ökologie beschäftigt, du sagst eben über einen langen Zeitraum. Welche Ansätze eines Rückbaus und einer gebrauchswertorientierten Konversion der industriellen Produktion gab es in der Vergangenheit? In welchen gesellschaftlichen Kontexten sind sie entstanden? Und was würdest du sagen, kann man aus diesen Ansätzen der Vergangenheit für die heutige Situation lernen? Dein Mikro ist noch aus. Das Mikro vergisst man jedes Mal, oder ich jedenfalls. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Vorstellung. Ich möchte anfangen, indem ich meinen Bildschirm teile, weil ich zu meiner Geschichte ein paar Bilder zusammengestellt habe. Also ich werde jetzt hier mal diese Bilder mit euch allen teilen. Gut.
Also, ich möchte als ein Beispiel, also nur ein herausragendes Beispiel aus der Geschichte der Konversion erzählen. Das ist die Lucas Aerospace Combined Shop Steward Committee. Ich erzähle ein bisschen was zur Vorgeschichte, was das Lucas Plan, was Lucas Aerospace war und warum sie einen alternativen Plan für die Produktion entwickelt haben in den 70er Jahren. Also dieses Committee, was ihr hier auf dem Bild seht, das sind Gewerkschafter aus 11 verschiedenen Fabriken, aus denen Lucas Aerospace bestand in den 60er, 70ern und noch im Beginn der 80er Jahre. Und all diese ganzen Unternehmen hatten jeweils ihre eigene gewerkschaftliche Vertretung. Allerdings das Management war zentralisiert. Und das Problem war, dass die gewerkschaftlichen Vertretungen in diesen einzelnen Unternehmen nicht so stark sich gegen das zentralisierte Management durchsetzen konnten. Und deswegen haben sie beschlossen, eine gemeinsame gewerkschaftliche Vertretung sämtlicher Unternehmen zu bilden. Das war sehr schwierig, darauf kann ich aber nicht im Einzelnen eingehen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass das damals ein einmaliges Unternehmen war, weil nicht nur die Gewerkschaftsvertreter aus den verschiedenen Unternehmen sich zusammengeschlossen haben, sondern auch die sogenannten Blue-Collar- und White-Collar-Workers, also sowohl die Arbeitenden als auch die Angestellten haben sich zusammengeschlossen in diesem Komitee. Und das war damals so revolutionär, dass die zentrale Gewerkschaftsorganisation in England das nicht gern gesehen hat und deswegen dieses Combined Committee nicht unterstützt hat. So viel ein kleines bisschen zur Entstehung dieses Komitees. Die haben dann eine Zeitschrift herausgegeben und die haben sehr gute, mit der Zeit sehr überzeugende gewerkschaftliche Arbeit gemacht, um Entlassungen zu verhindern, um Löhne, erhöhte Löhne durchzusetzen und so weiter und so fort. Aber sie haben festgestellt, dass trotzdem sehr viele Arbeitenden zu der Zeit entlassen wurden aus diesen verschiedenen 11 Unternehmen. Einerseits wegen neuer Technologien. Ihr wisst ja, neue Technologien bedeutet immer, dass man Menschen ersetzen kann durch Maschinen, aber auch durch eine sehr widersprüchliche politische Entwicklung, nämlich dass die Labour Party an die Macht kam und die Labour Party hat den Militärhaushalt gekürzt, was wir eigentlich eine gute Sache finden, wo wir uns gerade hier vor einem Krieg gegenüber sehen. Und da sehen wir ja auch, was das bedeutet, wenn man eine Militärmacht hat. So, das bedeutete aber, dass natürlich die Arbeitsplätze in diesen 11 Unternehmen, die vorrangig Militärgegenstände und Militärmaschinen und Teile für Militär herstellten, dass die Arbeitsplätze dieser Arbeitenden noch mehr gefährdet waren als zuvor. Also hat sich das Combined Committee überlegt, dass es keinen Sinn hat, einfach nur zu streiken gegen die Entlassung von Arbeitenden, sondern dass es notwendig wäre, dass diese Unternehmen vergesellschaftet werden. Und so haben sie sich also mit dem damaligen Minister für Wirtschaft getroffen, Tony Benn, und haben versucht, sich dafür einzusetzen, dass diese Unternehmen verstaatlicht werden, weil sie meinten, dann hätten sie bessere Kampfbedingungen. Aber Tony Benn hat gesagt, diese Möglichkeit hat er nicht, so viel Macht hat er nicht, und hat dann den Vorschlag gemacht, dass das Komitee einen alternativen Produktionsplan erstellt, sodass mit denselben Fähigkeiten, Maschinen und Rohstoffen, mit denen die militärischen Produkte hergestellt wurden, andere Produkte hergestellt werden könnten. Das war also der Anlass für das Komitee, einen Plan zu entwerfen. Und ich lese jetzt mal kurz ein Zitat von Mike Cooley vor,
der war Designer und das war einer der wesentlichen Leiter dieses Komitees. Und der sagte, wir können nur in einem Unternehmensplan involviert sein, wenn wir ihn weiterentwickeln, indem wir dem privaten Profitmotiv den gesellschaftlichen Profit entgegenstellen. Wenn wir gesellschaftlich nützliche Produkte vorschlagen würden, was wäre dann die Reaktion? Es ist eine Beleidigung unserer Fähigkeiten, dass wir eine Concorde produzieren können, aber nicht genug Heizungsgeräte für Rentner, die in der Kälte sterben. Einen solchen Unternehmensplan könnten wir nur in völliger Unabhängigkeit von Unternehmen entwickeln. Und so fing also der Plan an, mit Demonstrationen und vor allen Dingen mit der Herstellung von einem sehr dicken Unternehmensplan zur alternativen Produktion. Es wurden 150 Produkte vorgeschlagen von den Arbeitenden. Das ist besonders wichtig, dass das Komitee alleine nicht die Fähigkeiten und die Kenntnisse hatte, um alternative Produkte vorzuschlagen, sondern sich an die Arbeitenden gewandt haben. Und sie haben aus den 11 Unternehmen mehr als 150 Vorschläge für neue und alternative Produkte bekommen, für den Bereich der Medizin, zum Beispiel Dialysemaschine, eine tragbare eiserne Lunge, neue Transportmittel, wie zum Beispiel dieser Bus, den Sie hier sehen, der sowohl auf der Straße fahren als auch auf den Schienen fahren konnten. Wärmepumpen, Solarzellen und Windturbinen. Das ist besonders interessant, weil das war 1977, als diese alternative Produktion entwickelt wurde. Und da war die Umweltbewegung und die Frage der Klimakrise noch gar nicht so auf der Tagesordnung, obwohl man natürlich wusste, dass diese Klimakrise auf dem Weg ist. Und Fernsteuerungssysteme. Um das zu machen, haben sie zusammen mit einer polytechnischen Universität und mit Leuten aus den Communities, also aus den Stadtteilen, eine Institution ins Leben gerufen, in denen Wissenschaftler und Arbeitende kooperiert haben, um diese Produkte so weit zu entwickeln, dass man eben auch sogar Prototypen produzieren konnte. Und die Arbeiter schrieben damals, wir haben gezeigt, wie die Existenzgrundlage der Menschen gesichert werden kann, ohne abhängig zu sein von Industrien, die der Gesellschaft und der Umwelt schaden und dass die Arbeitenden das Wissen haben, um das zu erreichen. Nun muss man sich natürlich die gesellschaftliche und ökonomische Situation vorstellen, in der diese Pläne nicht hergestellt wurden, Prototypen gebaut werden, Universitäten einbezogen wurden in diese Pläne und in die Herstellung alternativer Produkte. Zum Teil wurden diese Prototypen in Nachtarbeit in der Fabrik hergestellt mit den Mitteln und den Maschinen der Fabrik, ohne dass das Management das wusste. Also das war eine Zeit, in der die Labour-Regierung dran war. Also sie wurden unterstützt, wenn auch nicht von der Gewerkschaftszentrale, so doch von der Labour-Regierung. Und es war eine Zeit, in der die linke Bewegung stark war, das muss man dazu sagen. Und in der die Gewerkschaftern und auch die Arbeiter eine sozialistische Perspektive für machbar hielten. Und deswegen auch die Möglichkeit wirklich ernst nahm, dass ihre alternative Produktionspalette vom Management akzeptiert werden könnte. Das war natürlich nicht der Fall. Das Management hat es abgelehnt und hat gesagt, also was produziert wird und wie produziert wird, das bestimmen immer noch wir und nicht die Arbeitenden. Mit anderen Worten, dieser Plan hatte keinen unmittelbaren Erfolg. Er hat aber weltweit sehr viele andere Konversionsprojekte ins Leben gerufen. Sie haben auch einen Friedensnobelpreis bekommen für ihre Arbeit und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles lange her. Das war in den Jahren 77 bis ungefähr 82. Aber es gibt jetzt neue Bewegungen, die sich zum Teil nicht direkt, aber zum Teil auch direkt auf diese Lukas-Plan-Arbeit beziehen.
Zum Beispiel gibt es auch nach wie vor Arbeitende aus dieser Lukasplan-Bewegung, die heute eine neue Initiative gebildet haben, um gesellschaftlich nützliche Produkte herzustellen. Und sie haben sich zusammengetan mit Friedensorganisationen, mit Umweltorganisationen und mit anderen Gewerkschaften, um gesellschaftlich nützliche Produkte zu entwickeln und damit sowohl der zerstörerischen Produktion Alternativen entgegenzusetzen, als auch Produkte zu entwickeln, die nützlich sind gegen die Klimakrise. Es funktioniert hier mein Gerät zurzeit nicht mehr. Also, und Sie finden auch Nachahmer in heutigen Initiativen. Das sind meistens Initiativen, die entstehen, wenn Arbeitsplätze verloren gehen. Also genau wie es bei Lukas der Fall war, dass nicht mehr gestreikt wird, einfach dafür, dass man die alten Arbeitsplätze beibehält, sondern dass hier zum Beispiel die Arbeitenden in einem Lastwagenunternehmen in Oshawa dafür eintreten, dass sie elektrische Autos herstellen oder dass die Arbeitenden in einer Werft sich dafür einsetzen, dass sie stattdessen Solarzellen produzieren und so weiter. Und es gibt auch eine Organisation von Arbeitern in Kanada, Eisen und Erde heißen sie, die eine eigene Organisation gegründet haben, um aus der Fossil Fuel Industrie herauszukommen und stattdessen Produkte herzustellen für eine grüne Neuentwicklung der Arbeit. Und was interessant ist zum Beispiel in dieser Initiative Iron and Earth, ist, dass sie sich auch verknüpfen mit anderen sozialen Bewegungen, zum Beispiel in diesem Fall mit den indigenen Arbeitern und mit Arbeitern aus der Friedensbewegung oder beziehungsweise mit gesellschaftlichen Organisationen aus der Friedensbewegung. Es gibt also überall Initiativen zur Konversion der Produktion. Die letzte ist zum Beispiel hier bei Rolls-Royce passiert, wo die Rolls-Royce-Arbeitenden alternative Produkte entwickelt haben, die in dieser Firma gemacht werden könnten, wobei sie sich explizit auf die Lukas-Arbeitenden bezogen haben und auch von denen unterstützt werden. Es gibt... Jetzt müsstest du allmählich zum Ende kommen. Ich muss zum Ende kommen. Ich bin auch sogar schon zum Ende. Also es gibt Green New Deal für alternative Produktion in der Luftfahrt und für alternative Produktion in der Luftfahrt, indem man die Region, in denen die Luftfahrtindustrie besonders stark ist und viele Arbeitsplätze schafft, weiterentwickelt und alternative Produkte entwickelt, zusammen auch mit gewerkschaftlichen Organisationen auf der Luftfahrtindustrie. Also das sind ganz interessante, wichtige und eigentlich auch mutmachende Initiativen, die es heute gibt, die sich alle auf diese Geschichte der Lukasplan-Arbeitenden beziehen. Schon bin ich fertig. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ein enorm wichtiges Beispiel, ja, dass heute, und das hattest du ja nochmal betont, angesichts der Zuspitzung von Krisen noch aktueller ist als damals, als es ausprobiert worden ist. Und es ist gut zu sehen, dass sich da auch heute wieder Initiativen darauf beziehen. Eine Initiative, die wir jetzt uns näher anschauen werden, ist der Umbau der Mobilitätsindustrie in Deutschland. Ja, das ist noch keine richtige Initiative, aber zumindest gibt es eine Studie, die eben bereits erwähnte, von Mario und Stefan herausgegebene Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Umbau der Mobilitätsindustrie und den sozial-ökologischen ebenso wie den Beschäftigungspotenzialen, die dieser Umbau hat. Mario, die Frage an dich wäre, welche Potenziale sind das genau? Welche Potenziale alternativer Produktion gibt es heute im Mobilitätssektor? Was wären nötige politische Rahmenbedingungen? Was wären adäquate Eigentumsformen, um diesen Potenzialen zur Entfaltung zu verhelfen? Ja, danke, Markus. Ob aus der Studie eine Bewegung wird, schauen wir mal.
Aber erstmal vielen Dank, dass ich hier teilnehmen kann. Bei uns ist die ganze Familie Covid-positiv. Insofern hat dieses Online-Format auch was Gutes, weil sonst hätte ich gar nicht teilnehmen können. Um an Nora anzuschließen, du hast völlig richtig gesagt, damals war eine Alternative wirklich vorstellbar. Heute ist es ja weitgehend aus dem Blickfeld verloren gegangen, jedenfalls in der Bundesrepublik. Du hast ein paar internationale Beispiele gesagt. Auch hier gibt es natürlich immer Leute, die daran arbeiten, aber so im Großen und Ganzen ist es doch schwieriger in den Debatten. Also müssen wir den Denkhorizont überhaupt wieder aufreißen, die Vorstellung, was grundlegend anders möglich wäre, überhaupt wieder entwickeln. Und das mit Blick auf die konkreten Lebens- und Arbeitswelten der Leute. Kleinen Beitrag dazu wollten wir liefern, weil auch in den Debatten über Mobilitätswende und den Umbau der Autoindustrie werden ja besonders gerne Ökologie und Beschäftigung in eine Art Gegensatz gebracht. Also vom VDA über die IG Metall ist so Klaus Ernst, wenn ich das so sagen darf. Und tatsächlich muss die Autoindustrie ja schrumpfen, auch wenn sie auf E-Mobilität umstellt. Eine Massenmotorisierung in diesem Ausmaß ist mit den Klimazielen unvereinbar. Und das hat sich ja auch in vielen Betrieben herumgesprochen. Aber ökologische Horrorszenarien eines Arbeitsplatzabbaus, der droht ja von Konzernseite eh die ganze Zeit. Das wäre das Ende jeder Debatte mit Beschäftigten und Gewerkschaften. Wir sind deswegen in die Betriebe gegangen und haben die Kolleginnen in der Auto-, aber auch in der Schienenfahrzeug- und Busindustrie gefragt, wo der Schuh drückt, was mögliche Perspektiven wären. Wir haben betriebliche Seminare und Foren und Konferenzen durchgeführt mit Beschäftigten, Gewerkschaften und Umweltaktivistinnen. Dass ein Umbau erfolgen muss, ist allen klar und die ökologische Problematik ist ihnen ganz bewusst, das treibt sie um. Nur trauen sie weder den Konzernstrategien, noch erhoffen sich allzu viel Erfolg von der Linie der IG Metall. Ihr könnt die Stimmen in unserer Belegschaftsbefragung nachlesen und Stefan wird bestimmt noch was dazu sagen. Also, wie bringen wir Ökologie und Beschäftigtenperspektiven zusammen? Das ist ja ein Knackpunkt in der ganzen Debatte. Und wie gehen wir dabei von der einfachen, aber überhaupt nicht präsenten Annahme aus, dass für eine solche Transformation braucht es eben eine andere industrielle Produktion, Thema der heutigen Veranstaltung, und ganz generell unglaublich viel Arbeitskraft. In der Debatte um Dekarbonisierung der Wirtschaft im Allgemeinen wird ja auch gerne argumentiert, dass ein solcher Umbau unterm Strich mehr Beschäftigung schafft, als verloren geht. Das teilen wir natürlich auch. Allerdings wird von gewerkschaftlicher Seite oder von Beschäftigten häufig eingewandt, dass es sich eben nicht um vergleichbare Arbeitsplätze handelt, weil in den neuen Branchen meist schlechtere Arbeitsbedingungen und Löhne geboten werden, deutlich geringerer Organisationsgrad besteht, wenn überhaupt einer da ist, und Dienstleistungsberufe ohnehin in der Regel schlechter entlohnt werden. Ich kann ja schließlich nicht Pfleger oder Busfahrer werden. Das ist nur häufig geäußerte Haltung. Und die ist trotz eines verbreiteten Produzentenstolz bei Automobilwerkern keineswegs abwertend gemeint. Sie stimmen vielmehr zu, dass diese Berufe deutlich besser entlohnt werden müssten, sehen allerdings angesichts der Verhältnisse nicht, dass das in nächster Zeit irgendwie zu schaffen wäre. Also ein solcher Jobwechsel wäre für sie mit einem individuellen Abstieg verbunden. Wenn wir aber im engeren Sinne mal beim produzierenden Gewerbe der Mobilitätsindustrie bleiben, gibt es eben auch andere Bedarfe, die seltsamerweise weder in der gesellschaftlichen noch in der gewerkschaftlichen Debatte eine Rolle spielen. Denn der Bedarf eines massiven Ausbaus anderer Mobilitätsansätze, die zentral auf öffentlichen Verkehr setzen, erfordert einen Ausbau eines günstigen, perspektivisch entgeltfreien, würden wir sagen, und klimaneutralen öffentlichen Nahverkehrs, einem billigen und mit verkürzten Takten Regional- und Fahrverkehr der Bahn, der auch wieder in die Fläche geht, eines komfortableren Radwegenetzes sowie einem Anteil des Umweltverbundes insgesamt, also Bahn, Bus, Fahrrad, aber auch Fußverkehr, am Gesamtverkehrsaufkommen von 80%. Das wäre die Grundlage einer echten Mobilitätswende. Dafür aber wiederum braucht es viel mehr S-Bahn, Straßenbahn, Regional- und Fernzüge, neue Leitsysteme, Schienen, Werkstätten, E-Bus-Systeme mit Oberleitung, E-Klein- und Rufbusse, spezialisierte Nutzfahrzeuge für die Feuerwehr bis zum Krankenwagen und so weiter, Cargo- und E-Bikes und alles auch für den maßvollen Export. Ja, maßvoll, weil wir wollen dieses Exportmodell Deutschland in der Form auch nicht weiter fortführen. Aber das muss alles hergestellt werden. Also haben wir uns den Stand und die Entwicklung der unterschiedlichen Mobilitätsindustrien angeschaut und uns dran gemacht, durchzurechnen, wie groß das damit verbundene Beschäftigungspotenzial denn wäre.
Da muss man dann verschiedene Multiplikatoreffekte in den unterschiedlichen Industrien berücksichtigen, also wie viel wird dann zum Beispiel über Zulieferer dann noch an Job generiert. Aber abziehen muss man auch wieder Rationalisierungs- und Automatisierungspotenziale, die ja permanent fortschreiten. Dann kommen wir zu folgenden Szenarien. Szenario 1 haben wir angesetzt, die Verdopplung der Fahrgastzahlen, will auch die Bundesregierung bei der Bahn. Wir wollen es auch beim Nahverkehr sowie im Fahrradverkehr. Da kommen wir auch schon auf ein Gesamtpotenzial von bis zu 214.000 zusätzlicher Arbeitsplätze. Im zweiten Szenario, der Steigerung der Fahrgastzahlen um den Faktor 2,5, was das Mindeste wäre, um die Klimaziele eigentlich wirklich zu erreichen, kämen wir schon auf ein Gesamtpotenzial von 314.000 Arbeitsplätzen. Das Potenzial wäre noch deutlich höher, wenn wir eine kurze Vollzeit für alle ansetzen würden, also eine Arbeitszeitreduktion, die flexibel um die 30-Stunden-Woche kreist. Dann wären wir schon bei, festhalten, 456.000 neuen Jobs. Ist natürlich eine Schätzung, aber die Jobverluste in der Automobilindustrie, auch bei einer Halbierung der Produktion, könnten bei allen drei Szenarien überkompensiert werden. Und wir reden dabei nicht von ein paar zusätzlichen Stellen, sondern vom Ausbau industrieller Beschäftigung im Kernbereich der IG Metall. Und es geht nicht um irgendwelche Ersatzarbeitsplätze. Wenn wir mal auf einen neuen Produzentinnenstolz setzen, welches das soziotechnische Wissen der Beschäftigten ernst nimmt, genau wie damals in den 70ern bei dem, was Nora erzählt hat, dann geht es doch um eine gesellschaftlich unverzichtbare Tätigkeiten im Sinne der Schaffung einer industriellen Basis für eine klimagerechte Mobilitätswende. Das Wissen ist da dafür. Die Konzepte liegen auf dem Tisch. Aber viele der Befragten aus den Betrieben bemängeln, dass viel zu wenig Diskussionen dazu gibt. Die IG Metall-Strategien zur Transformation kaum auf betrieblicher Ebene diskutiert und übersetzt werden. Dabei wäre es aus unserer Sicht von besonderer Bedeutung, die unterschiedlichen Erfahrungshintergründe quer zu den Sparten der Mobilitätsindustrien zusammenzubringen, natürlich auch mit Umweltbewegungen und anderen Leuten aus der Region, die davon betroffen sind. Also viel mehr Diskussionen dazu, was eigentlich möglich wäre, egal ob man es sofort umsetzen kann, weil die Konzerne natürlich da jetzt nicht so leicht mitspielen werden, aber erstmal überhaupt den Kopf aufzureißen, was einerseits nötig wäre, um eine gerechte Mobilität für alle zu realisieren, um die Klimaziele zu erreichen und zugleich eben den Bedarf, den es da an Arbeitskraft dafür gäbe, auch wirklich zu decken. Dann wäre sozusagen dieser Gegensatz von ökologischer Transformation einerseits und Beschäftigungsabbau, wäre zumindest im Denken erstmal aufgelöst und man könnte rangehen, gemeinsame Initiativen tatsächlich zu bauen. Und da gibt es ja auch viele Diskussionen dazu. Aber da müssen wir jetzt weiter drängen und drücken, denn dafür braucht es natürlich den gesellschaftlichen Druck, auch innerhalb der Gewerkschaften, innerhalb der Linken nicht zu vergessen, denn auch da wird es ja nicht überall geteilt. Aber dafür sind vielleicht so kleine Studien wie die unsere auch ganz nützlich, um den Kopf ein bisschen frei zu pusten. Punkt erstmal, oder? Vielen Dank, Mario. Also davon ausgehend könnte man wirklich sagen, es gibt enorme objektive Potenziale der Verbindung von Ökologie und Beschäftigungsinteressen. Ein ökologischer Umbau, je konsequenter er angegangen wird, ist offensichtlich auch im Interesse der Beschäftigten, viel eher als das weiter so wie bisher, das perspektivisch eher zu Brüchen führen wird, weil einfach die Produkte ökologisch nicht mehr verträglich sind. Kommen wir zu Stefan, der das Ganze jetzt eher so auf der subjektiven Ebene, das heißt auf der Ebene des Beschäftigtenbewusstseins untersucht hat. Mich würde interessieren, wie die Automobilbeschäftigten über Konversion denken, welche Diskussionen, welche Initiativen, aber auch welche Widerstände gibt es unter den Beschäftigten. Ich hatte eingangs erwähnt, dass du, Stefan, zusammen mit Jörn Böwe und Johannes Schuldner entsprechende Untersuchungen durchgeführt hast. Mario hat das eben auch nochmal erwähnt. Wo siehst du die Voraussetzungen dafür, dass die Beschäftigte diese Idee einer alternativen Produktion zu eigen machen? Und welche Rolle könnten in diesem Kontext Organisationen wie die Gewerkschaften, Betriebsräte, aber auch die Linke als Partei spielen? Dein Mikro ist noch aus, Stefan. Danke.
Zunächst herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier mit euch zu diskutieren, mit euch diskutieren zu können. Und für das Forum, das ich auch für außerordentlich wichtig halte. Die Fragen, die du gestellt hast, sind natürlich sehr weit. In 10 Minuten will ich versuchen, darauf zu antworten oder ein paar Hinweise zu geben. Und am Ende wird sicherlich deutlich sein, dass wir viel mehr Debatten dazu benötigen und viel mehr Überlegungen brauchen, um aus der Diskussion dann auch zum Handeln zu kommen. Also die Frage war, was denken die Beschäftigten? Welche Diskussionen, Initiativen gibt es dort? Und du hast dich bezogen, Markus, auf die Studie, die wir angestellt haben. Wir haben diese Studie vor allem deshalb, haben uns mit dieser Studie vor allem an die Beschäftigten deshalb gewandt, weil sie üblicherweise nicht gefragt werden. Also wann immer über Transformation die Rede ist, dann reden Manager, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Politiker, ein ganz bisschen Gewerkschaften, aber die Beschäftigten werden üblicherweise nicht gefragt. Und das hängt natürlich zusammen mit mangelnder Mitbestimmung in den Betrieben. Die Beschäftigten werden fast nie gefragt, wie irgendwas besser gemacht werden kann. Und sie sind deshalb auch nicht sonderlich geübt, darin Antworten darauf zu geben. Also so nach dem Motto, wieso fragst du mich jetzt eigentlich? Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich weiß doch da gar nichts davon. Das ist nicht mein Aufgabenbereich. Und aufgrund meiner eingeschränkten Tätigkeit bin ich eigentlich gar nicht in der Lage, dazu etwas zu sagen. So, das ist eine Reaktion, die es gibt und die schon Hinweis darauf ist, auf was getan werden muss, komme ich gleich darauf zu sprechen. Wenn wir dann etwas tiefer bohren, dann ergibt sich eine große Offenheit eigentlich für Veränderungen. Beschäftigte in der Automobilindustrie sind ja keine Aliens von irgendwo anders her, sondern sind Menschen wie du und ich, die Familien haben, die Kinder haben, die sich eine gute Zukunft wünschen, die natürlich auch die Veränderungen, die Klimaveränderungen wahrnehmen und sich auch um die Zukunft Sorgen machen und die auch wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Also der Veränderungsdruck ist eigentlich schon da, aber es ist nicht sichtbar, wohin diese Veränderungen gehen. Und aus dieser unbeantworteten Frage, also eigentlich muss sich was ändern, aber wir wissen nicht wie und wohin, ergibt sich oft Angst vor Veränderung, also Veränderungsangst. Was man hat, das hat man, kann man drauf bauen. Was kommt, das weiß man nicht so genau. Und es gibt ja auch schlechte Beispiele. Also der Ausstieg aus der Kohle, Braunkohle jetzt aktuell, Steinkohle war auch nicht besser. Der Ausstieg aus der Kohle ist ja kein gutes Beispiel dafür, wie so eine Transformation funktioniert, weil die Kohleregionen in der Regel allein gelassen werden und Versprechungen auf neue, gute Arbeitsplätze nicht eingehalten werden. Und daraus speist sich dann eine Haltung von Beschäftigten, also die da oben, die da eigentlich für zuständig sind, schaffen das nicht mit einer Transformation, einer Verkehrswende, die Mario ja eben beschrieben hat. Sie schaffen es jedenfalls nicht, um es in Einklang mit unseren sozialen Rechten und Interessen zu bringen. Sondern aus so einer Haltung entwickelt sich dann auch ein Widerstand gegen Veränderungen, gegen eine Transformation. Und dieser Widerstand wiederum kann und wird tatsächlich auch von rechten Kräften nicht nur angefeuert, sondern auch benutzt. Also in den Betrieben, in einigen Betrieben, mehr in Süddeutschland als in Norddeutschland, gibt es so rechte Betriebsgruppen oder Betriebsrats,
Listen. Und ich denke, also aus der Erfahrung des, der Gespräche heraus, dass es wichtig ist, dass linke Debattenbeiträge dazu beitragen müssen, diese Angst zu nehmen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber ich komme damit zu dem Punkt, den du ja auch angesprochen hast, mit welchen Voraussetzungen gibt es denn, um die Beschäftigten für diese Veränderungen zu gewinnen. Natürlich muss es soziale Garantien geben. Das setze ich jetzt mal sozusagen voraus, also dass die Mieten, also das Leben muss natürlich weitergehen, und zwar in dem Rahmen, den ein gutes Leben auch braucht. Das setze ich jetzt aber mal voraus. Darüber hinaus bedarf es meiner Erfahrung nach und auch im Ergebnis der Gespräche, die wir geführt haben, vor allem Bildung. Also ich meine damit gewerkschaftliche Bildung und sozusagen politisch-ökonomische Bildung auch. Also Beiträge zu leisten für das Bewusstsein des eigenen Interesses an einer lebenswerten Zukunft ohne die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Lora hat dazu ja auch eine ganze Menge am Beispiel von Aerospace gesagt. Also Bildung, gewerkschaftliche Bildung, politisch-ökonomische Bildung ist, glaube ich, eine wesentliche Voraussetzung. Wir befinden uns in einer großen Umgestaltung gegenwärtig von Gesellschaft, Wirtschaft, sogar global. Also Markus, du hast ja eingangs etwas zu der Kriegssituation gesagt, das gehört zu dieser großen Umgestaltung mit dazu, aber wer gestaltet und wohin entwickelt sich die Geschichte, an der wir gegenwärtig ganz konkret beteiligt sind. Und Inhalt der Bildung der Bildung, der gewerkschaftlichen Bildung, der politischen Bildung, müsste also auch sein, was verstehen wir eigentlich, also wir, die Menschen, die daran beteiligt sind an dieser Bildung, was verstehen wir eigentlich unter gutem Leben und unter guter Arbeit? Und wenn ich Nora richtig verstanden habe, hat das ja bei Lukas Aerospace auch mit eine Rolle gespielt. Und auch aus aktuellem Anlass sage ich, dass da natürlich auch das Thema Arbeitszeit mit dazu gehört. Die Frage ist, wer solche Bildung organisieren kann. Natürlich müssen es Gewerkschaften tun, aber sie tun es auch, aber in einem viel zu geringen Maße. Und ich würde gerne darüber sprechen, also was kann denn die Rosa-Luxemburg-Stiftung als eine Bildungseinrichtung eigentlich darüber hinaus leisten an Aufklärung, an der Entwicklung von Alternativen und vor allem auch an solchen Alternativen, die dann am Ende auch zu Aktionen führen können. Nora hat darauf hingewiesen, dass immer dann, wenn es sozusagen existenziell wird, auch die Aktionsbereitschaft wächst. Und ich denke, für eine solche Situation, also auf diese Situation steuern wir zu und dafür müssen wir auch entsprechende Vorschläge haben. Schließlich hast du noch gefragt nach der Rolle von Betriebsräten, Gewerkschaften und der Linken. Das ist ein Kapitel für sich und in der Zeit tatsächlich schwer nur zu beantworten. Eigentlich müsste ein Blick in die Geschichte auch der Gewerkschaften geworfen werden. Also es gab in den 1980er, 1990er Jahren eine Debatte, durchaus auch ein bisschen mit in anknüpfend an das, was an Konversionsarbeitskreisen sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland gewesen ist, wo auch die Automobilindustrie und die Automobilproduktion sehr viel kritischer auch in der IG Metall selbst gesehen wurde, als das gegenwärtig der Fall ist. Es gab entsprechende Programme. Was Betriebsräte betrifft, ist es ein bisschen schwieriger, weil sie sind ja sozusagen per Gesetz beschränkt auf den Betrieb. Sie haben kein gesamtgesellschaftliches Mandat, keinen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, wie die Gewerkschaften und oft eben auch der Sozialpartnerschaft verpflichtet, gebunden an eine bestimmte Verbetrieblichung von
Zielen, unter anderem auch Tarifpolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich finde das in dem Zusammenhang ganz interessant, dass und lohnt sich, glaube ich, auch für uns zu beobachten, dass die neue Bundesregierung ein paar Veränderungen vorgenommen hat gegenüber der vorherigen Regierung. Also es wird, wenn ich das richtig sehe, zukünftig keine Autogipfel mehr geben, wie es sie viele Jahre lang gegeben hat, sondern es soll eine Strategieplattform für die Transformation der Automobilwirtschaft eingerichtet werden unter Einbeziehung von Gewerkschaften, von Wissenschaft, von Umwelt-, Klima-, Verkehrsinitiativen und auch von Ländern und von Kommunen. Das ist immer noch eine Regierungsveranstaltung. Nichtsdestotrotz ist es eine wesentlich breitere als das, was bisher da gewesen ist. Und im sogenannten Zukunft von Automobilindustrie sind auch Gelder zur Verfügung gestellt worden oder werden Gelder zur Verfügung gestellt, um regionale Transformationsnetzwerke zu konstituieren. Auch da fehlen gegenwärtig noch vor allem Umwelt-, Klima- und Verkehrsinitiativen. Und ich denke, das wäre eine gute Möglichkeit, um sozusagen von unten, es muss von unten und von außen kommen, von unten solche Transformationsnetzwerke, Transformationsräte, wie immer man das nennen möchte, auch zu befeuern und gesellschaftlich sozusagen zu verbreitern. Letztlich die Frage noch, welche Rolle die Linke dabei spielt. Ich denke, es gibt gute Ansätze für eine Diskussion, aber die muss noch in die Tiefe und in die Breite geführt werden. Mit in Tiefe und Breite meine ich genau diese möglichen Bündnisse zwischen gesellschaftlicher Linken im weitesten Sinne und auf solchen Initiativen wie beispielsweise den Umweltverbänden, BUND, Naturschutzbund, aber auch kirchlichen Initiativen. Die IG Metall hat eine Vereinbarung mit Kirchen, Umweltverbänden, Sozialverbänden geschlossen. Aber das ist eine Kopfgeburt sozusagen. Das findet nur auf der oberen Ebene statt und kann und muss, denke ich zumindest, auf die örtliche Ebene runtergeholt werden, zumindest in den Regionen, in denen die Automobilindustrie sehr stark ist und wo der Veränderungsprozess auch einen großen Teil der industriellen Beschäftigung ausmachen wird und wo die Angst vor diesen Veränderungen dementsprechend auch am größten ist. Und durch solche Initiativen, durch solche Öffentlichkeitsarbeit und durch Bildungsarbeit dann eben auch die Aktionen vorzubereiten, die ja in absehbarer Zeit erforderlich werden, um dann tatsächlich Einfluss nehmen zu können. Vielen Dank, Stefan. Ich erinnere noch mal daran, also diejenigen, die jetzt später dazugestoßen sind, Sie könnt euch beteiligen an der Diskussion über die Frage- und Antwortfunktion, die ihr unten im Bildschirm seht. Da könnt ihr Fragen, Kommentare reinschreiben. Wir werden davon einige auswählen und dann nachher auch nachher vorlesen und zur Diskussion stellen. Lea, du hast dich engagiert in der Kampagne zur Tarifrunde öffentlicher Nahverkehr, die gemeinsam von Verdi und Fridays for Future durchgeführt worden ist. Diese Kampagne gilt als ein wichtiges Beispiel einer Zusammenarbeit einer neuen sozialen Bewegungen mit einer Gewerkschaft. Was würdest du sagen, kann man aus dieser Kampagne lernen, auch im Hinblick auch auf mögliche Bündnisse zwischen Beschäftigten anderer Branchen und Fridays for Future oder allgemein der Klimagerechtigkeitsbewegung? Du hast dich auch befasst mit den aktuellen Konflikten um Bosch in München. Du hast dich befasst mit der Kooperation zwischen den Beschäftigten und der Klimagerechtigkeitsbewegung. Was sind da die Erfahrungen? Was würdest du sagen, sind Lehren, die man aus diesen Konflikten, aus dieser Zusammenarbeit ziehen kann? Inwieweit könnten solche Allianzen auch eben der Türöffner für eine gebrauchswertorientierte alternative Produktion sein? Ja, auch erstmal hallo von mir. Danke, dass ich heute hier sein darf.
Genau, vielleicht einmal ganz kurz. Also ich verstehe mich mit anderen Leuten, mit denen ich in den letzten 2,5 Jahren in der Klimagerechtigkeitsbewegung gearbeitet habe, als Teil vom sozialistischen, gewerkschaftsorientierten Flügel der Klimabewegung, heißt also, ich glaube, mit den anderen Leuten zusammen, mit denen ich diese Projekte mache, für eine wirklich nachhaltige Gesellschaft müssen wir mit dem Wirtschaften für den Profit aufhören und für die Bedürfnisse der Menschen produzieren. Heißt also, erhöhte Benzinpreise oder Lebenserhaltungskosten oder auch massenhafte E-Auto-Produktionen helfen uns da wenig. Denn wenn wir wirklich nachhaltig produzieren wollen, müssen wir uns gegen die Interessen der großen Konzerne und der herrschenden Politik stellen, die eben dem Prinzip der Konkurrenz ausgesetzt sind. Und deswegen wollen wir betriebliche Streiks mit großen Klimaprotesten verbinden und so soziale und ökologische Maßnahmen Stück für Stück erkämpfen. Und dafür habe ich halt diese 2 Beispiele mitgebracht. An einem Beispiel war ich selbst beteiligt, über das andere Beispiel habe ich mit vielen Leuten gesprochen. Und das erste Beispiel ist halt diese Kampagne um TVN 2020. In 30 Orten haben sich da FFFlerinnen mit Kolleginnen aus dem ÖPNV über Monate vernetzt, um gemeinsame Aktionstage und Streiktage für einen Ausbau und bessere Arbeitsbedingungen zu organisieren. Vielleicht kurz, unsere Kämpfe waren nicht stark genug. Weder das eine noch das andere wurden durchgesetzt. Also so viel zur derzeitigen Klimapolitik. Trotzdem glaube ich, dass aus diesem Beispiel viel zu lernen ist und viel zu verallgemeinern ist. Und das zweite Beispiel ist halt diese Zusammenarbeit von Bosch-Arbeiterinnen und linken Klimaaktivistinnen in München in dem Berg am Laim. Und da kämpfen seit Monaten gemeinsam Klimaaktivistinnen und Bosch-Arbeiterinnen gegen die Schließung und Verlagerung dieses Bosch-Zuliefererbetriebs und fordern stattdessen den Erhalt und eine Umstellung der Produktion auf ökologische Güter. Und ich habe jetzt so ein bisschen im Vorhinein überlegt, dass man eigentlich 3 Lehren daraus ziehen kann. Heißt also, die erste Lehre, würde ich sagen, ist sowohl in der Klimabewegung als auch unter den Kolleginnen in Autoindustrie oder auch ÖPNV-Betrieben besteht eine große Offenheit für den Kampf für eine grüne Produktion oder eine grüne Infrastruktur. Und das zeigen auf jeden Fall unsere Erfahrungen aus den Kämpfen, die wir quasi mit den Kolleginnen geführt haben. Bei der ÖPNV-Kampagne sah das so aus, dass wir herausgefunden haben, dass dieser Fachbereich von Verdi, Busse und Bahn schon längst die Verkehrswende als politisches Ziel analysiert hatte, lange bevor wir quasi als Fridays for Future bei Verdi an die Tür geklopft haben und gesagt haben, wir wollen gerne was mit euch zusammen machen. Und das hat sich dann natürlich total angeboten, heißt also, wir konnten da sehr gut anschließen und ich würde sagen, dass auch in Teilen der IG Metall das so sein kann, auch wenn es natürlich eine schwierigere gemeinsame Erzählung ist, aber trotzdem würde ich das als Perspektive gar nicht ausschließen, erstmal per se. Und bei der ÖPNV-Kampagne war es auch so, dass in jedem dieser 30 Orte, in dem eine Gruppe von Klimaaktivisten ein Interesse an einer Zusammenarbeit mit den Kolleginnen bekundet hat, es auch Betriebsräte oder Gewerkschaftsmitglieder gab, die sich über diese Solidarität von Fridays for Future gefreut haben. Heißt also, es war nicht so, dass wir nur auf Widerstand gestoßen sind, im Gegenteil, sondern ich würde sagen, wir haben viele Erfahrungen gemacht mit Menschen, die uns sehr offen gegenüber getreten sind. Und bei Bosch war es ähnlich. Ich glaube, ungefähr 2/3 der Beschäftigten haben diese Petition der Klimaaktivistinnen gerne unterschrieben, in der dieser Standorterhalt und die Konversion gefordert wurde. Und der Betriebsrat arbeitet bis heute sehr eng mit den Klimaaktivistinnen zusammen, um die Forderungen der Konversion stark zu machen. Und hat zum Ziel, auch in Zukunft die Vernetzung von Klima- und Autoindustriearbeitern voranzutreiben. Heißt also, generell kann man erstmal sagen, das Potenzial für so Konversionsbündnisse wird auch in der Autoindustrie in Teilen so sein wie in München. Aber, und das bringt mich gleich zu dem zweiten Punkt, jemand muss die Leute aktiv dahin bewegen, gemeinsam Bündnisse, Streiks und Proteste aufzubauen. Heißt also, zweitens ist es nicht so, dass diese Allianzen vom Himmel fallen, sondern dass es Linke braucht, die das ausloten und ausloten von Anlässen und nicht nur Statements bringen. Heißt also, die TVN-Kampagne und auch diese Bosch-Konversionskampagne sind
beide an einem konkreten Anlass aufgezogen worden. Und bei TVN war es halt die Tarifrunde, bei Bosch die Schließung. Und es wurde also nicht quasi von uns als Klimaaktivistinnen, wir haben nicht darauf gewartet, dass aus den Betrieben plötzlich eine Konversionsbewegung ausgeht oder dass die Busfahrerinnen in Leipzig zum Beispiel plötzlich beim Klimastreik auftauchen, sondern das, was wir gemacht haben, ist halt zu einem konkreten Anlass sind wir jeweils auf die Kolleginnen zugegangen und haben sie face-to-face eingeladen, mit uns zu diskutieren. Genau, und ich finde, bezüglich Chancen für die Autoindustrie sollten wir genauso vorgehen. Heißt also, überregional sollten wir versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden, also mit Betriebsräten, mit Kolleginnen, mit Gewerkschaftssekretären überlegen, wo sich gut Kämpfe aufbauen lassen. Und so ein bisschen, das läuft unter diese Erzählung von, ne, was haben wir, wir haben 90% gemeinsam und 10% vielleicht, die uns trennen, lass uns doch eigentlich erstmal auf diese 90%, die wir gemeinsam haben, schließen. Und dann zweitens, lokal ist es natürlich so, dass wir als Linke aufhorchen sollten, wenn in unserer Region ein Werk geschlossen werden soll, um anderswo billig weiter zu produzieren. Heißt also, als Sozialistinnen und Klimaaktivistinnen sollten wir da sein und die Forderung nach Konversion stark machen, in der Hoffnung, dass innerhalb der IG Metall diese Forderung nach alternativer Produktion wieder lauter wird. Und da ist aber natürlich trotzdem auch eine Rollenabsteckung ganz klar, ne? Also wir als Klimaaktivistinnen können nicht die Betriebe organisieren. Im besten Fall können wir Dinge anstoßen und Diskussionen voranbringen und quasi Bündnisse schmieden, die dann, wenn es zu Kämpfen kommt, wenn diese Bündnisse gut aufgebaut sind, den entscheidenden Unterschied machen können, würde ich sagen. Und das Dritte, was wir vielleicht aus diesen beiden Beispielen mitnehmen können, ist, dass Methoden, also ein strukturiertes Vorgehen, auch wenn Methoden vielleicht oft belächelt werden unter uns Linken, helfen, solche Kampagnen aufzubauen. Heißt also, sowohl bei TVN als auch bei Bosch wurde systematisch und mit Hilfe von Organizing-Methoden vorgegangen. Und vielleicht so ein bisschen die Vorstellung, was wäre denn eigentlich passiert, wenn wir ohne Organizing-Methoden gearbeitet hätten? Dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich eine Mail an die zukünftige Gewerkschaftssekretärin geschrieben hätte und meine drei Klimafreunde angeschrieben hätte und zu einer Demo zur Verkehrswende einzuladen. Genau, heißt also, wir würden einen Flyer schreiben und es würden 30 Leute, jetzt überspitzt gesagt, ne, zur Verkehrswende-Demo kommen. Die meisten sind dann überzeugte Ökos. Heißt also, wenn wir das so gemacht hätten, wie es eigentlich immer passiert und auch ja sehr viel in der Klimabewegung Status quo passiert, erreichen wir immer wieder die Leute, die eh davon überzeugt sind. Heißt also, die Leute kommen zur Verkehrswende-Demo, die eh glauben, dass es eine Verkehrswende braucht, das auch schon wissen und der gesellschaftliche Machthebel ist da relativ gering. Und das war halt anders in Leipzig und in München, würde ich sagen, wie wir vorgegangen sind. Nämlich in beiden Fällen haben wir gezielt versucht, viele Leute im Betrieb und in der Bewegung für das Bündnis zu gewinnen. Also das hieß, dass wir in Leipzig wochenlang immer wieder zum Schichtwechsel gegangen sind, die Fahrerinnen angesprochen haben, Kontaktdaten gesammelt haben und dann immer mal wieder angerufen haben und gefragt haben, ob die Leute Bock haben, zu einem gemeinsamen Treffen zu kommen. Und so ist so ein kleines, aber trotzdem auch zentrales Bündnis entstanden, in dem Sinne, dass genau, einige von ihnen eigentlich immer noch in Kontakt mit uns sind und wir über die nächste Tarifrunde im ÖPNV gemeinsam diskutieren, die 2023, 2024 stattfinden wird. Und in München wurde ähnlich gearbeitet, heißt also, die Klimaaktivistinnen dort sind wochenlang vors Werk gegangen, haben mit jedem Einzelnen gesprochen, auf diese Konversionspetition die Leute angesprochen und gewannen so Stück für Stück Vertrauen unter den Kolleginnen. Heißt also, es geht eigentlich darum zu checken, okay, wir brauchen sowas wie eine bewusste Ansprache, wir brauchen sowas wie ein methodisches Vorgehen. Heißt also, man muss eigentlich gucken, mit wem man zu welcher Zeit und wie spricht, um genau dieses Bündnis strukturiert aufbauen zu können. Und ich würde sagen, wenn wir mehr so arbeiten würden, hätten wir wahrscheinlich schon mehr Leute erreicht. Deswegen, genau, zusammenfassend drei Lehren. Also ich würde sagen, erstens, viele Menschen in Gewerkschaft und auch in Klimapolitik sind wirklich offen für ökologische Klassenpolitik.
Heißt also, an uns Linken ist es das, mit Inhalt zu füllen und dann mit Leuten gemeinsam diese Richtung voranzutreiben. Zweitens heißt es aber auch, dass es konkrete Anlässe braucht, die wir finden müssen, damit Menschen sich in Bewegung setzen und Rot und Grün vereint auf die Straße bringen. Und drittens, es reicht nicht nur, gute Forderungen aufzustellen. Der Protest muss praktisch aufgebaut werden. Und dafür hilft ein strukturiertes Vorgehen, was viele Leute einbindet und auf ein konkretes Ziel, einen Streik oder eine Demo oder ein Bündnis, was auch immer hinausläuft. Genau, ich glaube, das kann auf jeden Fall den Unterschied machen. Und an dieser Arbeitsweise sollten wir weiterarbeiten und die vorantreiben. Genau, so viel vielleicht erstmal. Ja, vielen Dank, Lea. Ich glaube, das sind enorm wichtige und auch ermutigende Erfahrungen, die ihr da gemacht habt. Und daraus kann man wirklich sehr viel lernen. Ich möchte einfach nochmal auf diese Broschüre verweisen. Mein Pronomen ist Busfahrerin. Und eine Broschüre, in der diese Erfahrungen jetzt, was die Tarifrunde öffentlicher Nahverkehr angeht, reflektiert werden und die über die Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung bezogen werden kann. Ja, vielen Dank euch vielen für diese spannenden Inputs, die, wie ich finde, auch eine ganze Reihe von Bezügen zueinander aufgewiesen haben. Historische Bezüge, Bezüge im Hinblick auf das Verhältnis von Arbeit und Ökologie. Jetzt wäre Raum für Fragen. Ich sehe, es sind schon einige Fragen in der Fragen- und Antwortfunktion gestellt worden. Und ich würde Stefan Schoppengert bitten, einige ausgewählte Fragen bzw. Kommentare vorzulesen. Wir würden die dann gewissermaßen zurückspiegeln an euch vier. Ihr hättet dann Gelegenheit, auf die Fragen, die sich auf euren jeweiligen Aspekt beziehen, einzugehen. Ihr könntet dann auch nochmal untereinander, aufeinander eingehen. Denn ich denke, es gibt vielleicht auch Rückfragen oder Kommentare nochmal zu dem, was die jeweils anderen gesagt haben. Aber zunächst einmal die Fragen von Seiten des Auditoriums. Stefan, bitte. Ich beginne mit einem Kommentar, der sich unmittelbar auf das bezieht, was Lea ausgeführt hat, auf die zweite Lehre, die sie benannt hat, nämlich den Hinweis, dass es in Rostock heute Abend eine Betriebsversammlung bei einem Werk für Windkraftrotoren stattfindet, was geschlossen werden soll. Ein Beispiel für die Energiewende, wie sie industriepolitisch falsch läuft und dass auch das ein guter Ansatzpunkt sein könnte für Initiativen, wie Lea sie skizziert hat. Ansonsten würde ich sagen, schält sich in den Fragen ein großes Oberthema heraus, nämlich die Frage nach den politischen Machtverhältnissen, nach den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und den Realisierungsbedingungen der vorgestellten Ideen unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen, bezogen auf das von Nora vorgestellte Beispiel Lukas Aerospace gibt es beispielsweise die Frage, ob nicht aus der Ablehnung durch das Management die Lehre gezogen werden sollte, stattdessen eher auf den Aufbau von Genossenschaften oder Kooperativen zu setzen. Als Beispiel wird genannt die baskische Mondragon-Kooperative. Auch bezogen auf Marius Beitrag gab es den Hinweis, dass die vorgestellten Überlegungen ja sehr einleuchtend sind, aber umso mehr es erklärungsbedürftig ist, warum die IG Metall sie sich eigentlich nicht zu eigen macht und zum Gegenstand von Streikauseinandersetzungen macht. Relativ verwandt damit die Nachfrage, wie realistisch denn eigentlich ein massiver Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist, ohne die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen durchzusetzen. Bezogen auf Stefan Krull ganz ähnlich die Frage, wie sollen denn eigentlich die sozialen Garantien durchgesetzt werden, auch vor dem Hintergrund der verbreiteten Erfahrung, dass solche Versprechen regelmäßig enttäuscht oder gebrochen werden. Aber auch nochmal die direkte Nachfrage nach funktionierenden Beispielen für Transformationsräte in der Automobilindustrie. Ja, vielleicht lasse ich es dabei erstmal und wir schauen, ob später noch Raum für weitere Fragen ist.
Ja, vielen Dank, Stefan. Ich würde euch jetzt in der Reihenfolge, wie ihr eben gesprochen habt, gerne nochmal die Gelegenheit geben, zu reagieren. Nora, wenn ich das richtig sehe, hat jetzt keine Frage dich direkt angesprochen, aber du kannst dir dann natürlich gerne eine Frage rauspicken, zu der du was sagen möchtest, oder auch nochmal gerne auf die Wortbeiträge der anderen eingehen. Du hast das Wort. Und müsstest dein Mikro noch anschalten. Jetzt? Ja? Doch, es gab eine Frage, nämlich ob das überhaupt sinnvoll ist, in Unternehmen für alternative Produktion sich einzusetzen, ob man nicht lieber stattdessen Kooperativen gründen sollte, wie zum Beispiel Mondragon. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Zum Beispiel die Lukas-Leute, die haben ja dann auch politisch weitergearbeitet und an Universitäten in England und überall in der Welt weitergearbeitet und haben zum Beispiel auch ein paar Kooperativen mitbegründet, in denen die alternative Produktion, die sie sich vorgestellt hatten, entwickelt werden konnten. Aber das konnte natürlich nur auf sehr eingeschränkter Basis passieren. Ich meine, Mondragon ist die größte Kooperative der Welt, die ist hier im Baskenland, hier sage ich, weil ich in Spanien lebe, entstanden. Aber im Laufe der Zeit, also alle Kooperativen, die es hier in Spanien gibt und die kooperativen Bewegungen, die es in Spanien gibt, halten Mondragon nicht mehr für eine Kooperative. Aber ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Ich finde, was wichtig ist, wenn man bedenkt, dass die Lukas-Initiative von Management damals abgelehnt wurde, was sich seitdem geändert hat, ist, dass wir zwar nicht so gute politische Voraussetzungen haben, also nicht die Labour Party, die damals noch eine linkere Labour Party war, an der Macht. Aber die Bedingungen haben sich insofern verändert, dass es jedem klar ist und jeder, dass es eine Transformation der Produktion geben muss. Und insofern könnte man sich vorstellen, dass wenn aus den Betrieben Vorschläge entstehen würden für eine alternative Produktion, dass eventuell im gesellschaftlichen Kontext und wenn man sich zusammentut mit anderen Bewegungen, mit grünen Bewegungen, ein Widerstand des Managements gegen solche Konversionsperspektiven nicht so positiv gesehen würde, glaube ich, gesamtgesellschaftlich. Insofern, obwohl die politischen Bedingungen nicht so produktiv sind wie damals in den 70ern und 80er Jahren, sind sie auf der anderen Seite auch produktiver, weil es klar ist, dass eine Transformation der Produktionsweisen notwendig sind. Und wenn ich noch einen halben Satz dazu sagen darf, zu dem, was Stefan gesagt hat. Stefan, Bildungsinitiativen sind total wichtig. Aber ich finde, es ist mindestens genauso wichtig, zu sehen, dass die Arbeitenden schon die Qualifikationen haben, um Alternativen zu entwickeln. Das war die große Stärke der Lukas-Bewegung. Am Anfang haben die ja nicht auch gleich 150 Vorschläge zur Transformation und Konversion der Produktion gekriegt, sondern dazu war Arbeit notwendig. Aber dann kamen die Leute, die Arbeitenden, mit Vorschlägen, die sie nicht machen wollten an das Management, weil sie Angst hatten, dadurch würde ihre Produktion, ihre Arbeitsplätze gefährdet. Ich rede jetzt schon zu lange. In Umeå haben wir eine kleine Umfrage gemacht bei Arbeitenden von Volvo und wir haben eine ganze Menge von Vorschlägen von Arbeitenden gekriegt, wie die Produktion verändert werden könnte und alternative Produkte produziert werden könnten mit den Maschinen, den Fähigkeiten, die die Leute im Volvo-Werk haben. Ich würde sagen, mehr auf die Fähigkeit der Arbeitenden setzen, die schon da sind und die versuchen herauszuarbeiten. Sorry, ich rede auch jetzt nicht mehr den ganzen Abend. Ich habe zu lange geredet. Nee, das war schon okay. Mario, du hast ja auch den Vorschlag gemacht, man sollte vielleicht so ein öffentliches Unternehmen aufbauen, das eben die Mobilitätsindustrie dann in die Hand nimmt, wenn die Autounternehmen das selber nicht machen wollen oder sich nicht entsprechend konvertieren wollen. Insofern auch diese Frage an dich zu dem Aufbau von Parallelstrukturen und die Frage, warum macht sich denn die IGM diese guten Vorschläge, die in der Studie auch entwickelt worden sind, nicht zu eigen und versucht das eben mal mit ihrer Macht, ihrer Organisations-, ihrer gesellschaftlichen Macht tatsächlich zu politisieren?
Ja, also im Moment gibt es ja mit dem Zukunftsfonds für die Autoindustrie so viele Milliarden für den Umbau wie noch nie eigentlich. Zugleich arbeitet die Regierung jetzt gerade an einem Programm, um den Nahverkehr massiv auszubauen mit weiteren Milliarden. Nicht in der Größenordnung, wie wir uns das vorstellen würden, aber egal. Es sind sozusagen im Moment Bewegungen, finanzielle Bewegungen und reale Transformationen, die stattfinden werden in einer Größenordnung, wie wir sie noch nie gehabt haben in dem Bereich. Aber es wird gar nicht zusammengedacht. Es passiert völlig getrennt. Automobilindustrie auf der einen Seite, Nahverkehr und Mobilität auf der anderen Seite. Es gibt keinen Punkt, an dem das zusammengeführt wird. Auch wird beim Nahverkehr nicht über die Produktionsseite nachgedacht. Dass man ja für diesen ganzen Ausbau eben ja vieles an Fahrzeugen zum Beispiel bräuchte. Da wird wahrscheinlich implizit angenommen, das importiert man dann eigentlich irgendwie alles. Ja? Was ja irgendwie schade wäre, weil das ist ja wichtige Produktion auch, die man hier braucht und eigentlich die Produktion dafür standortnah in der Regel passiert und das immer komplizierter ist, wenn man das auf dem Weltmarkt einkauft. Aber wie gesagt, das wird nicht zusammengebracht oder nur an wenigen Stellen. Es gibt ja sehr viele Gesprächsrunden und gemeinsame politische Papiere von IG Metall und BUND zum Beispiel, DGB und Grünen oder jetzt so ein großes Bündnis für Mobilitätswende von der AWO über BUND und IG Metall bis zu Sozialverbänden, sind alle dabei. Ja? Jetzt kann man sagen, Papier ist geduldig, oftens nur vage gemeinsame Positionen, aber es verdeutlicht immerhin, dass auch die Gewerkschaften dieser ökologischen Problematik sich bewusst sind und versuchen, breiter dran zu gehen und nicht einfach ein überkommenes fossilistisches Projekt verteidigen. Ausnahmen bestätigen die Regel, weil da gibt es natürlich sowohl in Gewerkschaften, aber auch bei der Linken oder so natürlich andere Leute und man darf auch in den Belegschaften nicht unterschätzen, wie stark die Neigung auch zu radikal rechten Positionen da ist, darf man nicht unterschätzen. Aber anders als in der Frage des Kohleausstiegs mit der IGBCE ist bei der IG Metall und in den Belegschaften vor allem eine ganz andere Diskussion unterwegs. So, aber da hat Lea schon gesagt, jetzt muss man vom Papier zur Praxis kommen. Völlig richtig. Und das kann ja auch beginnen bei der Zusammenführung all dieser Abwehrkämpfe im Bereich der Automobilzuliefererindustrien, wo massenhaft Arbeitsplätze abgebaut werden, aber auch in der Schienenfahrzeugindustrie. Ist ja absurd geradezu, dass man jetzt sehr viel mehr davon bräuchte, aber immer wieder Betriebe geschlossen, verkleinert, Beschäftigte auf die Straße gesetzt werden im Bereich der Schienenfahrzeugindustrie. Wie setzt man da an? Also die Konzerne werden es in der Tat nur selber ungern tun. Deswegen haben wir jetzt gerade eine Studie auf den Weg gebracht oder fast fertig zu den Möglichkeiten, können wir da eigentlich nicht mit öffentlichen Unternehmen agieren? Entweder wenn solche Schienenfahrzeugbetriebe zumachen oder man baut neue auf. Es ist in anderen Bereichen eine völlig normale Diskussion, dass wir bei Energiestadtwerke haben, dass wir bei den sozialen Infrastrukturen oder der Daseinsvorsorge natürlich öffentliche Unternehmen haben. Wieso ist es so ein Tabu, ist eigentlich auch im Bereich der Produktion nicht wieder zu haben. Das wollen wir ein bisschen stärker in die Diskussion bringen, auch da, wo die ein oder andere Regierungsbeteiligung der Linken gegeben ist, vielleicht das stärker zu versuchen. Und natürlich, wurde vorhin schon genannt, sind auch Belegschaftseigentumsgeschichten denkbar, gerade bei Betrieben oder Zulieferern, die geschlossen werden sollten. Dafür brauchst du aber auch wiederum Unterstützung sozusagen von öffentlicher Seite. Also da wäre auch eine Kombination aus öffentlicher Auftragsvergabe mit entweder öffentlichen Unternehmen oder Belegschaftseigentum total wichtig. In Berlin exerzieren wir das gerade durch am Beispiel der S-Bahn. Hoch umstritten natürlich. Und das endet dann bei Allianzen in der Tat für eine andere Mobilität oder man könnte emphatisch sogar sagen für eine Art Green Industrial Revolution, wie es bei Jeremy Corbyn hieß, ja, weil dieses Industrial ja da auch ein wichtiger Punkt ist, wo man die unterschiedlichen Machtressourcen, würde jetzt Lea sagen, sowohl von Gewerkschaften und zwar nicht nur IG Metall, sondern auch EVG oder Verdi, für die ja beide für den Ausbau vom Bahn- und Nahverkehr auch stehen, zusammen mit Bewegungen von Fridays for Future bis BUND oder VCD und eben linken Organisationen zu bündeln. Deshalb nicht in so einer Kampagne zum Ausbau
des ÖPNV und der Bahn mit der entsprechenden Produktion all dieser Dinge, die wir dafür bräuchten, ja, ganz im Sinne einer ökologischen Klassenpolitik. Aber die IG Metall ist mein Eindruck einerseits sehr eingeübt in einem Tripartismus, also wieder Konzerne mit IG Metall und dem Staat, der die Fördergelder dafür gibt, einfach drauf zu setzen, wir machen jetzt eben diese E-Mobilität. Und auf der anderen Seite sind sie gar nicht mehr gewohnt. Sie haben die Mobilisierungsfähigkeit weitgehend verloren, auch aus Gründen. Ist jetzt nicht nur, weil sie faul oder angepasst sind, überhaupt nicht, sondern weil natürlich viele Jahrzehnte von Neoliberalisierung, von Prekarisierung, von einem wirklichen Share- oder Value-Denken in den Betrieben, permanente Restrukturierung, auch Erschöpfung in den Belegschaften produziert haben, die keine Lust haben auf wieder noch eine Veränderung. Aber gleichzeitig gibt es ja die Erfahrung, Stefan und Nora haben dazu gesprochen, dass es natürlich, wenn man an der Veränderung gar nicht mehr vorbeikommt und man sie doch lieber eigentlich selber in die Hand nehmen sollte, zumal das ökologische Gewissen ja bei den Leuten auch absolut da ist, etwas zu machen. Aber da gibt es kein Verständnis bislang, so ist jedenfalls mein Blick darauf, in der IG Metall, dass man eine Doppelstrategie entwickeln muss. Natürlich werden sie jetzt diesen Tripartismus und die Sozialpartnerschaft mit den Konzernen nicht fallen lassen. Sie werden sie ja auch blöd, das müssen sie schon auch machen. Aber warum nicht diese zweite Strategie parallel zu entwickeln, die ihnen wiederum mit einer gewissen Eigenständigkeit ja dann auch Druck und eine Kraft verleihen würde, auch in den Verhandlungen mit Konzernen oder mit dem Staat. Aber dieses Denken beschränkt sich bislang noch auf die Papierebene, immerhin kann man sagen. Jetzt muss eben dieser Schritt erfolgen hin zu einer Praxis auch. Aber dafür wiederum braucht es den Druck, nicht nur aus der Klima- und Umweltbewegung, die sich auf Gewerkschaften wieder bezieht. Dafür steht ja dieser Flügel, den Lea meinte von Fridays for Future, sondern auch es braucht den Druck aus den Belegschaften, dass man eben Arbeitskreise alternativer Produktion oder was auch immer wieder aufbaut, um auch innerhalb der eigenen Organisation den Druck für eine mindestens mal zweite Strategie neben der anderen aufzubauen und da Ansätze zu finden. Das ist alles natürlich klein, aber das ist die Lage im Moment, wie die Kräfteverhältnisse gestrickt sind. Aber das hilft ja nichts. Wir müssen ja an solchen neuen Ideen weiterarbeiten und versuchen dafür, sagen, Bündnisse zu schaffen, weil sonst wird es einfach diesen Übergang geben mit einer Transformation zur E-Mobilität und anderen Formen der Dekarbonisierung in der Industrie. Aber am Gesamtmodell wird sich nichts ändern und dabei werden viele, viele Arbeitsplätze über die Klinge springen und die Klimaziele werden wir trotzdem nicht erreichen. Also weitermachen. Ja, vielleicht müsste man auch noch mal stärker so über organisationslogische Hemmnisse diskutieren, die darin liegen, dass es vielleicht auch eine gewisse Angst gibt, dass sich davon etwas entwickelt, was gewerkschaftlich dann nicht mehr so ohne weiteres kontrolliert werden kann. Ich glaube, das ist etwas, was natürlich auch bei Lucas Aerospace eine Rolle spielt. Nora, du hattest das eben erwähnt, dass die Gewerkschaft das eben nicht unterstützt hat, ja? Weil da sich was von unten autonom entwickelte, was mit dem gewerkschaftlichen Denken vielleicht nicht so ohne weiteres vereinbar wäre. Vielleicht, Nora, kannst du nachher in einer weiteren Gesprächsrunde nochmal den Blick so ein bisschen international weiten. Du hast ja immer auch dafür plädiert, dass die Gewerkschaften sich neu erfinden müssen, als Vertreter der Interessen der Beschäftigten, eben nicht nur als Arbeitsplatzbesitzer, sondern auch in ihren lebensweltlichen Bezügen. Wo siehst du dazu Ansatzpunkte in einem internationalen Kontext? Das ist vielleicht so eine Frage schon vorweggenommen für die zweite und dann noch Abschlussrunde. Stefan. Du warst auf jeden Fall direkt angesprochen im Hinblick auf die sozialen Garantien und Beispiele für Transformationsräte. Du kannst natürlich auch zu anderen Punkten Stellung nehmen. Ja, zur gesamten Debatte würde ich gerne noch voranstellen, dass es im Unterschied zur Kohle, wo es ja um einen Ausstieg geht, also eine Beendigung einer Förderung und Verstromung von Kohle, dass es in der Mobilitätsdebatte nur um einen Umstieg geht. Das ist, glaube ich, wichtig zu betonen, weil darin schon die Alternative auch für bestimmte Arbeitsplätze mitliegt. Und ich will das vielleicht am Beispiel sichtbar machen. Also es war unter anderem die Frage, wie kann das denn funktionieren mit einer Verdopplung des ÖPNV, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Automobilindustrie
und das eigentlich gar nicht will, weil die halt so lange Geld verdienen wollen mit Autos, wie es irgend möglich ist, und das ist noch eine ganze Zeit möglich. Ich denke, dass dabei also eine Regulation eine ganz wesentliche Rolle spielt, also der Staat oder die staatlichen Institutionen. Mario hat eben auf den Widerspruch hingewiesen, dass auch in der Bahnindustrie, also in der Schienenfahrzeugindustrie, Arbeitsplätze abgebaut werden gegenwärtig. Und das passiert deshalb, weil die keine Aufträge oder nur zu langsam Aufträge kriegen und keine Planungssicherheit haben. Das heißt, eine bessere Ausstattung der Auftraggeber, das sind Bund, Land und Kommunen, mit Geldern für den öffentlichen Verkehr würde auch fast automatisch dazu führen, dass die Industrie, dass die Betriebe der Schienenfahrzeugbaus mehr Kapazitäten schaffen. Und in dem Umfang, wie die mehr Kapazitäten schaffen, würden sozusagen auch Abgänge aus der Automobilindustrie kompensiert werden können. Das Zweite in dem Zusammenhang ist, dass, also im Zusammenhang mit der Regulation ist, dass die Bevorteilung des Autos im weitesten Sinne durch Subventionierung, durch Straßenbau, Autobahnbau und durch direkte Subventionierung einfach abgebaut werden müsste. Das geht bei der Straßenverkehrsordnung mit Geschwindigkeitsbegrenzung los und endet dann vielleicht noch nicht mal bei der Kraftfahrzeugsteuer, wo einfach bestimmte Fahrzeuge ab einer gewissen Größe oder ab einer bestimmten Geschwindigkeit oder ab einer bestimmten Emission, also Emission ist ja schon ein Kriterium in dem Zusammenhang, einfach wesentlich teurer gemacht werden und damit sozusagen auch einen Druck auf die Konsumentinnen und Konsumenten entwickelt wird, sozusagen vernünftiger zu werden und diese großen Karren, umweltverschmutzenden Karren dann auch nicht mehr zu benutzen oder seltener zu benutzen oder jedenfalls würden sie sehr viel teurer werden. Aber das passiert natürlich nicht von alleine und deshalb ist es am Ende wichtig, Mario hat eben nochmal darauf aufmerksam gemacht, insbesondere auch Lea, dass es eine Bewegung darum gibt. Also weder die Konzerne noch die staatlichen Gremien auf den unterschiedlichen Ebenen werden das machen, ohne dass es aus der Gesellschaft heraus dazu einen bestimmten Druck gibt und den, denke ich, müssen wir erzeugen, können wir auch erzeugen, weil die Problemlage so ist, wie sie ist, sowohl bezogen auf das Klima als auch bezogen auf die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie ohnehin. Und dazu in dem Zusammenhang zur Gewerkschaft, also der letztgenannten Frage, auch von Markus nochmal, Gewerkschaften waren oft nicht die ersten, die oder von ihrer Führung her zumindest nicht die ersten, die beispielsweise das Thema Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung gesetzt haben. Die 35-Stunden-Woche ist in den 1980er Jahren auf die Tagesordnung gesetzt worden, weil Gewerkschaftsfrauen und Gewerkschaftsjugend das eingefordert haben. Und erst als der Druck so massiv wurde, haben dann auch die Gewerkschaftsführungen zunächst bei der IG Druck und Papier und später auch bei der IG Metall gesagt, okay, dann machen wir das jetzt mal auf die Tagesordnung. Und dann hat es 10 Jahre gedauert, bis es sozusagen tarifpolitisch auch umgesetzt wurde. Und deshalb brauchen auch Gewerkschaften, also freundlich formuliert, ein bisschen Unterstützung von außen, um diesen Weg dann auch mitzugehen. Zu den sozialen Garantien will ich anmerken. Also die Veränderungen, die vorgenommen werden, sind große Veränderungen und die können in unserem Land selbstverständlich, und wir wollen es auch gar nicht anders, nur demokratisch gestaltet werden. Das heißt, mit rund 800.000 Beschäftigten in der Automobilindustrie, gegen die wird es nicht gehen. Und mit ihnen wird es nur gehen, glaube ich zumindest, wenn für diese Beschäftigten klar ist, dass das für sie nicht im sozialen Elend endet. Das meine ich mit sozialen Garantien. Und eine Frage aus dem Frage- und Antwort-Chat ist ja, in Rostock wird heute eine Firma geschlossen, in der
Windräder hergestellt werden. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie es nicht funktionieren kann. Und wenn das Beispiel Schule machen würde, dann gäbe es keine Unterstützung seitens der Beschäftigten der Automobilindustrie für solche Veränderungen. Und wenn man also das beides zusammendenkt, der Ausbau der Schienenfahrzeugindustrie auf der einen Seite und die Reduktion von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie auf der anderen Seite und das über auf eine Zeitschiene legt, also auf einen Prozess, der selbstverständlich Zeit in Anspruch nimmt, von Minimum 10 Jahren, sage ich mal, dann geht das wirklich ohne soziale Verwerfungen. Das ist, glaube ich, das, was wir versuchen müssen, deutlich und sichtbar zu machen. Die Frage nach den Transformationsräten würde ich gerne noch ansprechen, beziehungsweise nach den Transformationsnetzwerken und ob die sozusagen gegen die Transformationsräte gestellt sind. Beides ist dabei, sich zu entwickeln. Also es gibt auch die Transformationsnetzwerke aufgrund des Zukunftsfonds Automobil noch nicht, sondern die sind im Entstehen. Und in diesem Entstehungsprozess finde ich, dass wir auch mit versuchen müssen, die gesellschaftlichen Aspekte, also nicht nur die ökonomischen Aspekte, die gesellschaftlichen Aspekte mit reinzubringen und also auch uns bemühen sollten, dafür zu sorgen oder Beiträge dazu zu leisten, dass Umweltbewegung, Klimabewegung, Verkehrsinitiativen an diesen Transformationsnetzwerken beteiligt werden. Dafür gibt es überhaupt keine Garantie, aber ich finde, dass wir das thematisieren sollten und versuchen sollten zu machen. Das Gleiche betrifft Transformationsräte, regionale Transformationsräte. Es gibt Cluster, also Automobilcluster, Raum Stuttgart, Raum Südostniedersachsen, ein bisschen um Dresden, Leipzig, Dresden rum, München. Also es gibt Automobilcluster, in denen das Problem in den nächsten 2-3 Jahren ganz sicher so prekär wird, dass auch der Handlungsdruck für die IG Metall, für die Stadtgesellschaften, für die Bundesländer größer wird. Und ich denke, dass es gut wäre, also Transformationsräte können nur von unten aufgebaut werden. Die werden nicht von oben aufgebaut werden. Aber das, was an Bündnisarbeit bisher geleistet worden ist, und da beziehe ich die Gewerkschaften mit ein, die Umweltverbände, Fridays for Future und viele andere, was da bisher geleistet wurde, das muss jetzt, könnte jetzt, sollte jetzt sozusagen auf dieser Ebene auch aktiviert werden, ja, aktiviert werden, also ins Leben gerufen werden, geschaffen werden. Es gibt sie noch nicht, aber es gibt Überlegungen dazu und ich glaube, es gibt auch erste Ansätze. Letzte Bemerkung will ich gerne machen zu der Kritik von Nora an dem Bildungsprojekt, was ich formuliert habe. In der Kürze der Zeit war das natürlich völlig unvollständig und ich weiß natürlich, dass Erfahrungswissen und Ideenreichtum bei den Beschäftigten vorhanden ist, aber das ist eben jahrzehntelang systematisch nicht abgefragt worden und dann fragen sich viele, wieso wollen die das jetzt eigentlich von mir wissen und es gibt auch Misstrauen, also wenn man Erfahrungswissen abgibt, dann kann das auch zu einer Leistungsverdichtung beispielsweise führen, aber was ich eigentlich gemeint habe, ist, dass mit dieser Transformation, mit diesem großen Umbau eben auch ökonomische Fragen, also nicht nur technische, sondern ökonomische, soziale Fragen, ökologische Fragen, im Grunde genommen auch ethische Fragen, also beim autonomen Fahren beispielsweise, oder auch juristische Fragen verbunden sind. Und das sind jeweils Bereiche, wo es meiner Überzeugung nach, meiner Erfahrung nach, tatsächlich neuer Ansätze von der Bildungsarbeit bedarf. Das hatte ich damit gemeint, das Erfahrungswissen der Beschäftigten wollte ich unter gar keinen Umständen irgendwie in Frage stellen. Danke. Vielen Dank, Stefan. Lea, du hättest das letzte Wort in der ersten Runde zu den Fragen. Genau, also ich glaube, es wurde auch gar keine Frage konkret an mich gestellt, aber ich finde es eigentlich nochmal gut zu sagen, dass es erstmal cool finde, dass wir solche Runden machen. Und ich glaube, dass es das auf jeden Fall sehr viel öfter braucht, einfach aufgrund dessen, dass wenn wir jetzt auch von all dem, was wir quasi heute gesagt haben, praktisch weiterdenken, stehen wir ja vor der Frage, wie geht es eigentlich weiter? Und
genau, vor dieser Frage steht auch die Klimabewegung. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich sagen würde, es gibt ein Zeitfenster, in das wir intervenieren können, in dem Sinne, dass die Klimabewegung ziemlich planlos ist, eigentlich, wie es weitergehen soll. Also es gibt auf jeden Fall so einen großen Flügel, der immer noch an diesen Appell an die Regierung festhält. Also das ist so die Riege um so die prominenten Fridays for Future-Leute, die weiter die Klimastreiks machen wollen, was auch, genau, ich bin nicht dagegen, weiter Klimastreiks zu machen, aber ich bin dagegen, weiter in der Erzählung festzuhalten, dass wir einfach oft genug auf die Straße gehen müssen, weil die Politik dann irgendwann versteht, dass es die Klimakrise gibt. Ich will sagen, es ist nicht das Problem, dass die Politik nicht weiß, dass es die Klimakrise gibt, sondern dass sie einfach genau nichts dagegen machen. Und dann gibt es da auf jeden Fall so einen anderen Flügel, der auch relativ groß wird, der so sehr an diesen zivilen Ungehorsam-Ding festhält, heißt also mit Ende Gelände, aber auch darüber hinaus wird auf jeden Fall diskutiert, müssen wir jetzt sowas wie ZU plus machen, heißt also müssen wir zivilen Ungehorsam plus Infrastruktur zerstören machen. Was ich sagen würde, was auch nicht unsere Strategie sein kann oder in dem Sinne eine Abkürzung ist, dass wenn in Leipzig zum Beispiel gab es im letzten Jahr eine Aktion von Klimaaktivistinnen, dass sie sich quasi vor das DHL-Werk gesetzt haben, um die Lieferung zu blockieren. Das ist aber ohne Gespräche mit Beschäftigten stattgefunden. Heißt also, diese Aktion, würde ich sagen, ist in dem Sinne kritisierungswürdig, dass es eigentlich den Graben zwischen Beschäftigten und Klimaaktivistinnen größer gemacht hat. Und ich glaube, unser Ansatz muss sein, diesen Graben in irgendeiner Art und Weise zu füllen und zu beseitigen. Und das passiert, glaube ich, mit diesen gemeinsamen Projekten. Heißt also, ich glaube, dass das, was wir quasi diskutieren, auch unter Konversion und unter einer Zusammenführung von Klimabewegung und Gewerkschaftsbewegung in dem Sinne, muss gut zugänglich sein, sodass quasi auch Leute dafür begeistert werden können und das weiter mittragen. Weil ich glaube, dass es schon ein Potenzial gibt, gerade in der Klimabewegung, dass diese kleinen Aktionen, die wir jetzt gemacht haben, ne, ich meine, es sind auch alles kleine Sachen, die wir in diesen Städten gemacht haben, aber trotzdem sind es Sachen, auf die wir aufbauen können, dass das zu so einem Schneeball-Effekt wird. Und ich glaube, dass dem Argument, dem wir uns stellen müssen, besonders in der Klimabewegung, ist natürlich immer dieses Zeitargument. Heißt also, es geht eigentlich immer darum, ganz schnell jetzt was zu machen, weil wir auch ja wirklich nur noch ein paar Jahre haben. Dieses Zeitargument ist auch in dem Sinne nicht wegzudiskutieren. Ich glaube aber trotzdem, dass wir dafür uns stark machen müssen, dass wir trotzdem keine Abkürzungen gehen dürfen. Heißt also, wir müssen trotzdem diesen schwierigeren Weg gehen von Netzwerke aufbauen, genau, Leute miteinander zusammenbringen, die eigentlich nicht miteinander im Alltag zu tun haben, weil wir gar keine andere Wahl haben, würde ich sagen. Also ansonsten bleibt die Klimabewegung in dem Sinne, wie sie gerade ist, also relativ machtlos und genau, es führt eigentlich noch mehr zu dieser Spaltung und dieser Diskussion von Arbeitsplätze versus Klimaschutz. Ich glaube, das müssen wir an jeder Stelle, wo es möglich ist, aufbrechen. Und deswegen, genau, finde ich das auf jeden Fall total cool, wenn wir zusammenkommen und müssen das, glaube ich, einfach weiter diskutieren und daran festhalten und besonders auch praxisorientiert diskutieren, weil genau, wir vor da einem Zeitargument stehen, was wirklich nicht wegzudenken ist. Also wir müssen jetzt ins Handeln kommen, weil sonst, genau, ist es leider bald irgendwann wirklich zu spät. Vielen Dank, Lea. Wir haben jetzt noch einige Fragen in der Fragen- und Antwortfunktion. Ich würde Stefan nochmal das Wort geben, ein paar ausgewählte Fragen und Kommentare vorzulesen. Wir haben eine Frage, die wahrscheinlich relativ direkt an Mario adressiert ist, aber zu der sicher die anderen auch was sagen dürfen. Bezogen auf das insbesondere von Stefan Krohl stark gemachte Motiv der Bildungsoffensive, ob da nicht eine entscheidende Rolle auch der Stiftung liegen könnte, entsprechende Multiplikatorinnen und Teamerinnen Ausbildungen zu initiieren. Es gibt darüber hinaus eine Frage, die sich an alle Teilnehmenden richtet, nämlich nach dem Zusammenhang der Strategien mit der Debatte um Wachstum und Wachstums
Kritik. Ich lese den Beitrag vor, weil er etwas ausführlicher ist. Gewerkschaften setzen in großen Teilen nach wie vor auf Wachstum und versuchen, dies durch Effizienzsteigerung zu begrünen. Eine Wachstumsreduktion bzw. ein lediglich selektives Wachstum in bestimmten Bereichen wie Gesundheit und Bildung wird kaum diskutiert. Wenn jedoch mit den Wachstumsimperativen des Kapitals nicht gebrochen wird, stößt man bald an die stofflichen und energetischen Grenzen der Erde. Teilt ihr die Einschätzung, dass bisher Wachstumskritik kaum Thema bei Gewerkschaften ist, oder würdet ihr dem widersprechen? Dann vielleicht nochmal zu den, um nochmal auf die Ebene der konkreten Handlungsansätze zu kommen. Es gibt die sehr konkrete Frage nach Konversionsideen für die Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Ich würde mir mal erlauben, die Frage etwas zu modifizieren, weil ich nicht glaube, dass jemand von euch ein fertiges Konzept in der Tasche hat, aber vielleicht können wir die Frage so wenden, nochmal verdichtet zu sagen, wenn man jetzt einen Betrieb vor Augen hat, der in einer akuten Krisensituation ist und dort im sozial-ökologischen Sinne politisch aktiv werden möchte, wie fängt man es an? Was wären erste Schritte, eine Vorgehensweise zu entwickeln und in demokratischer Abstimmung mit den betroffenen Belegschaften zu Ideen für alternative Produktionsansätze zu kommen? Dazu habt ihr schon viel gesagt, aber vielleicht könnt ihr es nochmal gebündelt wiederholen in so einem Beispiel. Ja, dabei würde ich es belassen. Vielen Dank, Stefan, und vielen Dank an die rege Beteiligung auch in den Fragen und Antworten. Ja, dann würde ich euch allen nochmal das Wort erteilen, wieder in derselben Reihenfolge. Sucht euch bitte die Fragen raus, die euch am ehesten entsprechen, und geht gerne auch nochmal aufeinander ein, oder wenn euch noch Aspekte einfallen, die wichtig sind, die bisher in der Diskussion noch nicht zur Sprache gekommen sind, geht gerne noch drauf ein. Versucht die Zeit ein bisschen im Blick zu behalten, also bitte nicht länger als, sagen wir mal, 3 bis 4 Minuten pro Person. Ja, Nora wäre die Erste wieder. Okay, Markus, fall mir ruhig ins Wort, wenn ich zu viel schwätze, gell? Zu der Frage, was sind Perspektiven des Zusammenschlusses von Gewerkschaften und anderen Organisationen? Und ein bisschen so, wie du die Frage gestellt hast, Markus, was ist eine Gewerkschaftsbewegung, die sich eben nicht nur unmittelbar auf den Arbeitsplatz bezieht, sondern auch breiter gesellschaftliche Fragen stellt? Das war sehr opportun, ungefähr vor 10 Jahren. Als wir angefangen haben mit dieser Frage Arbeit und Ökonomie, mit wir meine ich die Forschenden, die ich kenne, die sich damit beschäftigen. Aber das hat sich immer mehr geschlossen, weil die ökonomischen Zustände und die Gefahr der Arbeitslosigkeit so akut geworden ist, dass sich die meisten Gewerkschaften, die ich kenne, und das sind welche aus dem globalen Norden und dem globalen Süden, nicht aber aus Deutschland, haben sich zurückgezogen wieder auf die unmittelbaren, sozusagen bekannten Gewerkschaftskämpfe um den Erhalt von Arbeitsplätzen, Lohnerhöhung und so weiter. Die einzigen Gewerkschaften, die ich kenne, die darüber hinausgegangen sind und noch darüber hinausgehen, ist vor allen Dingen die spanische Gewerkschaft, Comisiones Obreras, die schon seit 1992 ein eigenes Forschungsinstitut hat zu Umweltfragen. Ja? Und ich sage das jetzt, weil ich dafür plädieren möchte, dass eine der wichtigsten Strategien für die Frage des Zusammenbringens von Arbeitsfragen und Umweltfragen die Internationalisierung ist. Und das sehe ich relativ wenig bei Gewerkschaften. Es sind auch Sprachprobleme, zum Beispiel, wer kann schon Spanisch? Die spanischen Gewerkschaften sind auch nicht so gut in Englisch und was anders angeht. Aber man kann so viel lernen von den Kämpfen in den unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel die spanische Gewerkschaft diskutiert auch Postwachstum, Degrowth-Sachen, weil sie der Auffassung sind, dass in den Industrieländern es nicht nur darum geht, die vorhandene
Produktion umzustellen auf grün, weil das auch gar nicht machbar ist, ja, weil wir so viel Windräder gar nicht bauen können, sondern dass man auch innerhalb der Arbeiterschaft diskutieren muss, die Frage des Postwachstums, des Degrowth. Das macht zum Beispiel die spanische Gewerkschaft. Ist unglaublich schwierig. Eine andere Sache, die sehr wichtig ist, ist der Zusammenschluss mit anderen Organisationen. Ich habe so ein paar Bilder gebracht aus der gegenwärtigen Entwicklung in Großbritannien, gibt es aber auch in Spanien, zum Beispiel die spanische Gewerkschaft arbeitet zusammen mit über 20 Umweltorganisationen in Spanien. Ein paar Gewerkschaften in Großbritannien arbeiten zusammen mit Umweltorganisationen. Ich bin zwar aus Deutschland, aber ich bin schon lange weg. Ich weiß also nicht, wie die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Umweltorganisationen tatsächlich in Deutschland ist. Aber vielleicht könnte man sehr viel lernen, zum Beispiel mit dem, was in England der Fall ist und in Spanien der Fall ist. Also Internationalisierung finde ich eine sehr wichtige Perspektive, wenn man Arbeiterbewegung und Umweltbewegung stärker zusammenbringen will. Ich höre jetzt erstmal auf. Vielen Dank, Nora. Mario, du bist an der Reihe. Die Werften sind ein wunderbares Beispiel eigentlich, wie man Diskussionen führen kann, weil sie waren, in der Vergangenheit gab es dort die fortgeschrittensten Debatten in Deutschland zur alternativen Produktion. Da gab es Arbeitskreise zur alternativen Produktion. Da gab es wirkliche Auseinandersetzungen rund um die Frage, wie man von der Produktion für Kriegsschiffe sagen umstellt auf die Produktion von Containerschiffen beispielsweise und so weiter. Also natürlich sind viele Leute nicht mehr da von damals. Aber sozusagen dieses Erbe ist noch da. Und natürlich brauchen wir auch in Zukunft nicht unbedingt diese bescheuerten Riesenpassagierschiffe und Kreuzfahrtschiffe, die man da jetzt baut, sondern wir brauchen nachhaltige Schiffe für eine Schifffahrt, die wir auch bei einer hoffentlich selektiven Deglobalisierung, die wir haben werden, dann ja immer noch brauchen würde. Also der Bedarf wäre da und ich weiß auf dem globalen Markt nicht so viele Unternehmen, die jetzt an solchen neuen nachhaltigen Schiffen für den Transport wirklich bauen. Also da wäre noch viel zu tun, ehrlich gesagt. Zur Debatte um Wachstum, ehrlich gesagt, in der Bundesrepublik spielt es oder Degrowth kaum eine Rolle in der großen Debatte. Jetzt mal jenseits der Linken. Sie kann aber von anderer Seite sich reindrängeln, weil wir werden erhebliche Wachstums- und Transformationskonflikte haben, weil einfach die Industrie, wie wir sie jetzt haben, mit dem Exportmodell Deutschland komplett zu dekarbonisieren, wird so nicht funktionieren, weil wir solche Nutzungskonkurrenzen bekommen. Nicht nur im Bereich der Energien, so viel Erneuerbare, hat Dora schon gesagt, muss man erstmal aufbauen. Der Wasserstoff wird uns nicht retten, der wird für Teilbereiche wichtig sein, aber auch da ist die Frage, wie produziert man den, dass der wirklich auch grün ist. Und vor allem, ich glaube, das ist das Nadelöhr, werden wir von Halbleitern über seltene Erden bis zu Metallen wie Nickel und Kupfer, die gibt es in diesem Maßstab nicht, um alles komplett umzustellen. Abgesehen von den grauenvollen und verheerenden sozialen und ökologischen Bedingungen, unter denen die teilweise abgebaut werden. Selbst wenn wir sie aber herbringen könnten, das wird gar nicht reichen, um ja nicht nur die Bundesrepublik, sondern ja auch alle anderen Länder müssen ja auch dekarbonisieren, bis hin zu China oder so. Ja? Es wird auf der Basis nicht funktionieren. Also über diesen Weg wird notwendig die Debatte über erstens eine Deglobalisierung und zweitens über ja, sowas wie Degrowth ganz konkret. Und umso wichtiger wird dann die Frage, und die muss man jetzt natürlich schon stellen, was wollen wir denn überhaupt noch produzieren? Ein paar Bereiche hat der Kollege in der Frage schon genannt. Ne? Natürlich die sozialen Infrastrukturen, die sozialen Dienste in den Vordergrund stellen, weil da auch ganz viele reproduktive Dinge, die die Gesellschaft überhaupt am Laufen halten, verortet sind. Aber auch in der industriellen Produktion müssen wir natürlich entscheiden, was davon brauchen wir. Ein Beispiel hatten wir hier zum Beispiel eher Schienenfahrzeuge, eher Straßenbahnen, eher E-Busse, als immer wieder mehr Autos, mehr LKWs und so weiter. Das sind ja gesellschaftliche Entscheidungen und deswegen ist Konversion auch keine betriebliche, ich muss hier auf der betrieblichen Ebene diskutiert werden, sondern eine mindestens mal dann für die jeweilige Region, nicht Religion,
Und darüber hinaus eine gesellschaftliche Frage. Und an der kommen wir nicht mehr vorbei. Und da muss auch die Gewerkschaft sozusagen ein bisschen die Scheuklappen öffnen. Sie tun es ja, weil sie im Gespräch mit BUND und anderen ja versuchen, sowas zu erarbeiten. Aber das spielt für die reale Praxis der Gewerkschaft noch gar keine Rolle. Bildungsoffensive, kann ich nur zustimmen. Da, also im Moment gehen wir ja selber in die Betriebe. Wir versuchen, über sowas nachzudenken, wie Stefan genannt hat, Transformationsräte jetzt mal selber anzuregen von unten. Mindestens mal in zwei Regionen und zu schauen, ob dann sozusagen da sich ein bisschen Bewegung herauskristallisiert, wo mehr Leute dazu stoßen. Und dann können wir auch ernsthaft über sozusagen Schulungen und Methoden und Multiplikatoren und Ähnliches weiter nachdenken. Im Moment fehlt da, glaube ich, noch die kritische Masse. Wir haben das zum Beispiel gemacht bei einem ganz anderen Feld, nämlich der Kiezblöcke, also der städtischen Initiativen, die für eine autofreie Stadt kämpfen. Da ist sozusagen schon so viel zusammengekommen, allein in Berlin 80 Initiativen, bundesweit natürlich noch viel mehr. Da gibt es schon sozusagen Interesse an Schulungen, an Debatten, wie kann man das alles besser organisieren. Und ich muss ehrlich sagen, auch die kleine Broschüre von Lea und anderen zu der Debatte, wie das mit Verdi ging, da sind auch schon viele Methodenkästen mit dabei, die man unbedingt nutzen soll und dem gewerkschaftlichen Organizing auch. Also es gibt viele Kästen bereits, die nutzbar wären. Es braucht aber noch die Dynamik, dass es dann auch entsprechend eingesetzt wird. Stefan, bitte. Ja, zur Bildung will ich nur ganz kurz ergänzen, dass ich mir vorstellen kann, auch andere Bildungsträgerinnen, Bildungsträger in diese Transformationsräte mit einzubeziehen, weil da für die auch Potenzial drin ist. Also Volkshochschulen beispielsweise, das sind ja Einrichtungen, die solche Bildungsveranstaltungen mit tragen und organisieren können. Die haben ja Kapazitäten und Fähigkeiten dazu. Zur Konversion will ich nur ganz kurz sagen, also das Erfahrungswissen der Beschäftigten ist in dem Zusammenhang fundamental wichtig und es ist vor allem auch vorhanden. Und wenn man in einen Betrieb reingeht und mit den Kolleginnen und Kollegen darüber redet, was könnte man denn anderes bauen an euren Anlagen, dann kommen ganz viele Ideen. In den 1990er Jahren, ich hatte schon mal kurz Bezug darauf genommen, gab es im Rahmen der IG Metall sogenannte TINA-Arbeitskreise, Techniker, Ingenieure, Naturwissenschaftler drinnen, die auch ganz konkrete Ideen entwickelt haben. Und so wie die Beschäftigten in den Betrieben Raum und Zeit dafür bekommen, sich darüber Gedanken zu machen, kommen ganz wunderbare Vorschläge. Nora hat ja vorhin ein paar zusammengetragen von dem, was dabei Lucas Aerospace zusammengetragen worden ist. Es gibt zumindest in den größeren Unternehmen, von Volkswagen weiß ich das, in anderen aber auch, riesige Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die auch Grundlagenforschung betreiben. Die machen gar nicht nur was am Auto oder so. Und es gibt sogar Zukunftsforschung in diesen Unternehmen. Aber sie richten es dann immer wieder aufs Auto aus. Was ich damit sagen will, ist, dass auch in diesen Unternehmen also Menschen arbeiten, die an solchen Projekten Interesse haben, und die Beschäftigte, Kollegen, Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter sind so wie alle anderen auch. Und sie für solche Konversionsarbeitskreise mitzugewinnen, wäre, glaube ich, ganz gut. Zu Werften nur. In Emden war auch mal ein großer Werftstandort. Und als die Werften da zusammengebrochen sind, ist die Windenergieanlagen dann gebaut worden. Nicht sofort, nicht eins zu eins, aber in einem bestimmten Zeitraum. Also das ist auch eine Konversion in gewisser Weise gewesen. Und auch dazu gehört, glaube ich, ja, staatliches Handeln oder eine Strukturpolitik, Wirtschaftsstrukturpolitik. Also das Opelwerk in Bochum, das es ja inzwischen nicht mehr gibt, ist in den 70er Jahren dort eingerichtet worden, dorthin geschafft worden als Ersatzarbeitsplätze für den Steinkohlebergbau, der stillgelegt worden ist. Und ähnlich ist es mit Volkswagen in Hessen gewesen, im Baunatal, und mit Volkswagen in Emden auch. Also da gibt es ja durchaus Beispiele auch für staatliche
Strukturpolitik, an die wir anknüpfen können. Zur Wachstumskritik auch nur ganz kurz. Der DGB und auch die IG Metall bekennen sich zum Klimaziel von Paris. Also und damit ist natürlich auch verbunden, dass es mit dem Wachstum so nicht weitergehen kann. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Widerspruch, mit dem die Gewerkschaften leben gegenwärtig und den sie auch noch nicht aufgelöst haben. Der Ausweg, also für die Automobilindustrie oder die IG Metall im Rahmen der Automobilindustrie auf Elektromobilität, ist natürlich kein wirklicher Ausweg. Der Ausweg wäre aber durchaus der Schienenfahrzeugbau. Das ist auch der Organisationsbereich der IG Metall und alles das, was im Automobilbau verlustig geht, könnte im Schienenfahrzeugbau dazugewonnen werden. Und wenn man das dann noch mit Arbeitszeitverkürzung verknüpft, wo ich sehr für bin, dass wir das weiter auf die Tagesordnung setzen, dann wäre das auch kompatibel mit den Pariser Klimazielen. Wichtig scheint mir in dem Zusammenhang noch zu sein, dass es neben der auf also Exportindustrie orientierten IG Metall noch andere Gewerkschaften gibt, also Verdi beispielsweise und auch die schon genannte Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die gar nicht so sehr auf Export und damit auch gar nicht so sehr auf Wachstum orientiert sind, sondern vielmehr auf den Binnenmarkt orientiert sind. Und diese beiden Gewerkschaften beispielsweise in solche Transformationsräte mit einzubeziehen, also uns nicht nur auf die IG Metall zu orientieren, sondern diese beiden binnenmarktorientierten Gewerkschaften mit einzubeziehen, wäre, glaube ich, ein Weg, auch um aus dieser Wachstumsfalle ein bisschen rauszukommen. Und Lea, bitte. Genau, vielleicht noch ganz kurz, also zu dieser Frage Konversionsdebatte, wie? Also ich fand auf jeden Fall, das ist eigentlich so ein banales Beispiel, aber das war für uns als Klimaaktivisten damals auf jeden Fall total prägend. Wir hatten so eine Vollversammlung an der Uni gemacht, das war schon 2019 oder so, und haben da einen Betriebsrat von unseren Leipziger Verkehrsbetrieben eingeladen. Und genau, er hat halt so eine Rede gehalten und gesagt, naja, also wenn ihr als Klimaaktivistinnen halt fordert, ticketlosen ÖPNV überall, dann ist das, was meine Kolleginnen hören, ich kriege weniger Lohn und es wird mir quasi noch von meinem Lohn abgezogen. Und das fand ich auf jeden Fall so ein beschreibendes Beispiel, was passiert, wenn wir halt nicht miteinander sprechen, sondern genau das halt, also ich meine, ticketloser ÖPNV aus Klimaschutzsicht erstmal total gut und finden wir auch weiterhin gut und sollten wir auch fordern, aber halt nicht ohne quasi eine Antwort, wie das finanziert wird und dass es halt nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird und natürlich auch nicht auf dem Rücken der Leute, die Straßenbahn fahren, sondern auf dem Rücken der Leute, die halt die Klimakrise zu verantworten haben. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall was ist, was wir einfach zusammen arbeiten müssen. Und wir haben zum Beispiel in Leipzig während der ÖPNV-Kampagne zusammen mit den Beschäftigten Forderungen entwickelt für die Stadt Leipzig, wie quasi ÖPNV ausgebaut werden könnte, beschäftigtenfreundlich und klimafreundlich. Und das war auf jeden Fall eine total gute Erfahrung. Und da ist, glaube ich, das, was Stefan halt auch sagt, dass die Leute einfach natürlich Expertinnen in ihrem eigenen Bereich sind und darauf auch zurückgegriffen werden muss. Und dann ist überhaupt gar nicht zur Debatte stand, ob das jetzt zu viel Klima ist oder so in den Forderungen, gar nicht, sondern wenn das zusammengeht, dann sind alle Leute am Start und dann ist das total cool. Genau, und dann vielleicht noch so einmal ganz kurz als so Perspektive für gemeinsame Aktionen. Im Chat gab es auch noch so eine Frage zu Landwirtschaft und so, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass auch Fridays for Future auf jeden Fall ein Teil von den Leuten sich darauf fokussieren will, Verkehrswende als Thema in diesem Jahr zu setzen und das aber halt nicht nur mit Klimastreik, sondern schon auch quasi diese Aktion Form von mit Beschäftigten ins Gespräch zu kommen, nach vorne zu bringen. Also
Es geht so ein bisschen darum, dass quasi auf der einen Seite geschaut wird, was gibt es denn eigentlich für Werkschließungen in nächster Zeit und was gibt es da für eine Fridays for Future-Gruppe. Heißt also, wir versuchen wieder so ein bisschen strukturiert an diese ganze Sache ranzugehen und da vielleicht erste Gespräche überhaupt erstmal zu führen mit einer Aussicht von zu sagen, jo, wir sind hier die Klimaaktivistinnen und finden das aber überhaupt nicht gut, dass euer Werk geschlossen wird, sondern das, was passieren muss, ist eigentlich eine Konversion und eine Sicherung der Arbeitsplätze. Genau, und dann halt zusätzlich wird auf jeden Fall wieder eine Tarifrunde im öffentlichen Nahverkehr anstehen. Das hört sich jetzt noch weit weg an, wenn das 2023, 2024 ist. Ich würde aber sagen, aus der Erfahrung, wie lange dieser Aufbau unserer Kampagne gedauert hat, ist es eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt und heißt also, genau, da finden auch schon Gespräche mit Verdi statt und es ist auf jeden Fall so, dass wir an deren Erfahrung von 2020 anknüpfen wollen, mit der Aussicht im besten Falle auch von den Forderungen von Verdi auch eine klimapolitische Forderung mit einbringen zu können. Das wäre auf jeden Fall genau das, was wir wollen würden. Heißt also, das sind alles so Perspektiven rund um Verkehrswende, die stattfinden werden, heißt also eigentlich beste Chancen, um da sich mit einzubringen und genau das nach vorne zu treiben. Ja, vielen Dank. Damit wären wir am Ende unserer Diskussion angekommen mit einer Punktlandung um 20 Uhr. Ich will nochmal darauf verweisen, dass das ein Zwischenstand einer Diskussion ist, die in verschiedenen Zusammenhängen der Stiftung und darüber hinaus geführt wird und auch dazu einladen, sich aktiv daran zu beteiligen. Mehrfach ist der Name des Gesprächskreises Zukunft, Auto, Umwelt, Mobilität genannt worden, der sich freut über neue Aktive. Das ist ein Gremium, in dem Beschäftigte aus der Autoindustrie, von Gewerkschaften, aus den Betrieben, mit Leuten aus der Wissenschaft, von NGOs, von sozialen Bewegungen zusammenkommen und sehr produktive Diskussionen geführt werden. Ihr findet weitere Informationen dazu auf der Website der Luxemburg-Stiftung. Nochmal verweisen möchte ich auf die Publikation zum Thema der Luxemburg-Stiftung, die ja auch hier mehrfach erwähnt worden sind. Ich danke nochmal allen Beteiligten. Ich danke euch vier Vortragenden für diese enorm strukturierten, auf den Punkt gebrachten Beiträge und Antworten auf die Fragen und Kommentare der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich danke Stefan Schockengert nochmal ganz herzlich dafür, dass er die Fragen und Antworten im Blick behalten hat und die Co-Moderation hier übernommen hat. Ich danke allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben und zugehört haben, für 2 Stunden noch durchgehalten haben und wünsche dann allen noch einen guten Abend und geht zu den Friedensdemos. Das ist etwas ganz Wichtiges, was jetzt ansteht und da müssen wir ganz stark dran arbeiten. Alles Gute.